Ich arbeite bei der Amadeo-Antonio-Stiftung in einem Projekt, das nennt sich No World Order, Handeln gegen Verschwörungsideologien. Das Ganze hat letztes Jahr gestartet und im Laufe dieser Arbeit ist zuerst eine Broschüre entstanden. Die können Sie da auf dem Tisch auch mitnehmen oder auch im Internet sonst runterladen als PDF. Greifen Sie zu. Aktuell zeichnet sich ab, dass die erste Auflage auch vergriffen sein wird. Das ist mein Projekt, mit dem ich mich gerade beschäftige und in dem ich auch weiterhin noch tätig bin. Die Stiftung selbst hat natürlich immer so einen Fokus auf zivilgesellschaftliches Handeln. Das heißt, wenn ich an den Inhalt komme des Vortrags, werden Sie auch sehen, zum Schluss geht es so ein bisschen um Handlungsoptionen. Wie kann man überhaupt mit diesem ganzen verschwörungsideologischen Denken in der Gesellschaft umgehen, im bekannten Freundeskreis etc.? Was sind Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen? Aber eingangs will ich Ihnen erstmal ein paar Beispiele und ein paar Probleme aufzeigen. Ich habe mir gedacht, für die Gliederung heute, wir starten recht sanft mit ein paar aktuellen Verschwörungserzählungen. Leider kann ich jetzt nicht mit Bildern vom letzten Wochenende aufwarten aus Dresden. Wenn Sie die Chance hatten, sich das anzugucken, werden Sie da ganz eigene Impressionen mitgenommen haben. Ansonsten ist das Netz aber auch voll von Dokumentationen, was dort stattgefunden hat und wie dort teilweise auf den gleichen Plätzen nur zeitlich versetzt dann NPD, AfD und teilweise dann auch die Linke sich an der öffentlichen Ausgestaltung dieser Kritik an der Bilderberg-Konferenz dann ausgelassen haben. Also zu Anfang erstmal ein paar aktuelle Beispiele von Erzählungen, die momentan auch schwerpunktmäßig im Internet unterwegs sind. Als zweites dann die Definition, die ich Ihnen vorstellen würde. Sie haben das eingangs schon gesehen. Ich spreche zum Teil von Verschwörungsideologien. Was sind Verschwörungsmythen? Das möchte ich Ihnen einmal näher darlegen. Dann als zweites Funktionen von Verschwörungsideologien oder von Ideologien, wenn Sie so wollen, auch im Allgemeinen. Da wird es auch notwendig, dann in den Exkurs zu gehen, klein hier nur am Rande zum Thema Antisemitismus, weil die beiden Themen eng miteinander verbunden sind. Dann als drittes, nachdem ich Ihnen die Funktionen vorgestellt habe, möchte ich noch mehr auf die Ursprünge eingehen, so wie es sich mir im Moment darstellt, woher diese Form des Denkens kommen kann und wo ich Ursachen sehe, um dann abschließend noch einmal ein verbindendes Element hier Ihnen vorzustellen, und zwar den Mythos von der antideutschen Weltverschwörung, um dann anschließend nochmal dann auf Handlungsoptionen einzugehen, so wie ich es eingangs schon erwähnt habe. Zunächst ein paar Beispiele, wie gelangt man überhaupt in diesen ganzen Kontext hinein? Hier ein Beispiel von einem hoffentlich recht frischen Browser, der nicht allzu viele Cookies schon drin hatte. Einfach bei YouTube, wer Verschwörung dort eintippt, bekommt als erste paar Suchergebnisse gleich die TTIP-Verschwörung, 9-11-Verschwörungsvideos dort unten, die USA Top Secret, die Alien-Verschwörung und so weiter und so fort. Also Videos gibt es dort wie Sand am Meer und sie kommen auch relativ einfach auf diese Sachen, wenn sie schon mit einem einfachen Schlagwort bei YouTube reingehen. Das klassische Beispiel und auch in gewisser Weise Verstärker waren gleichzeitig mit dem Aufkommen des Internets und der breiten Anbindung von großen Bevölkerungsschichten an das Internet waren die 9-11-Verschwörungserzählungen, die sich im Internet halt stark verbreitet haben. Hier ein paar Bilder und nochmal ein Ausschnitt von einer Internet-Show, die auch versucht, diesem Phänomen nochmal nachzugehen, ja, also namens steinzeit.tv, die auch dort auf der Suche sind, welche Wahrheiten noch zu enthüllen sind. Scheinbar gibt es auch noch was. Monitor hat ja neulich auch wieder irgendwas scheinbar enthüllt, was aber eigentlich gar kein so großes Geheimnis gewesen ist im Zusammenhang von 9-11, nämlich die Rolle von Saudi-Arabien in dieser Gesamtsituation. Es wurde aber recht groß angeteasert und hat wie so ein Honeypot, also ein Lockmittel gewirkt und die verschiedensten Leute eben heiß gemacht, sich diese Show anzugucken. Eine weitere Erzählung, und das ist eher auf der bildlichen Ebene, was sich hier abspielt, ist die Krake, die weltumspannende Krake, die mit ihren Armen im Hintergrund alle Dinge steuert. Hier im Kontext von TTIP is good for US oder for us, also da mit dem Schwerpunkt eher Anti-Amerikanismus. Aber auch diese Metapher von der Krake findet sich eben sehr stark in antisemitischen Karikaturen, also wo es dann die jüdische Krake ist, die im Hintergrund die Fäden zieht. Da gehe ich dann später nochmal ein bisschen drauf ein, was das Ganze mit dem Judenbild zu tun hat, was in unserer Gesellschaft vorhanden ist.
Dann verschiedenste Pyramidensysteme, die immer wieder die Gesellschaft irgendwie darstellen sollen in irgendeiner Form. Ganz oben haben sie dann quasi die Finanzelite in diesem Beispiel, die von oben herab dominiert und kontrolliert mit Hilfe von Gewalt und dann an der rechten Seite dann das Geld und der Reichtum und die Ressourcen, die dann wieder dieser kleinen Elite von ganz unten nach oben zugetragen werden. Dann hier so ein Sammelsurium, das ist ein Beispiel eines Busses, der häufiger mal in Berlin einfach sich an prominenten Stellen abstellt und dann je nach Konjunktur dort verschiedene Botschaften an den Seitenflächen anbringt, ja, die Menschheit von der Finanzmafia befreien und dann die Finanzmafia ist halt die Federal Reserve Bank, die EZB, der IWF und die Weltbank und Sie sehen auch mit dem ETC, also da können Sie halt einfügen, was Ihnen beliebt. Gegen die gilt es vorzugehen. Dann auf der rechten Seite Chemtrails sind giftig für Mensch und Natur. Ein paar Hinweise dann immer noch über sogenannte alternative Medien, über die man sich doch informieren solle und seine Informationen zusammentragen, wie dann die Welt wirklich funktioniert. Dann ein Beispiel von dem US-amerikanischen Antisemiten David Dees. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal näher, der auch sehr viele Bilder malt, die er als Satire verstanden haben möchte. Hier in diesem Fall Donald Rumsfeld mit dem Auge in der Pyramide, also dem Illuminaten-Symbol auf dem Ärmel seiner Fliegerjacke und er sitzt im Cockpit des Flugzeugs, um dann quasi, wir sehen auch unten, wer die Betroffenen sind, die Familien zu vergiften mit diesen Strahlen, was dargestellt ist durch den Totenkopf. Dann ein weiteres Wimmelbild, ja, die Zwangsimpfung, auch eine Angstvorstellung in verschwörungsideologischen Kreisen, also dass Menschen über die Impfung eigentlich eher vergiftet werden und gar nicht immunisiert gegen bestimmte Krankheiten, dass ihnen im Zweifelsfall auch irgendwelche Chips implantiert werden mit diesen Impfungen, durch die Kontrolle über ihr Leben und über ihre Gedanken ausgeübt werden sollen. Oben sehen Sie dann auch nochmal Drohnen als weiteres Moment der Überwachung und dann, wenn Sie es auch noch sehen, ganz oben links in der Ecke, Chemtrails sind auch noch wieder mit dabei. Und was ich auch interessant fand, auf diesem Bild dieser Stern auf dem Fahrzeug, in dem steht USA Inc. für Incorporated, also in gewisser Weise die US-amerikanische Variante der BRD GmbH, falls Sie davon schon gehört haben. Ansonsten gehe ich da später auch nochmal näher drauf ein. So. Genau, das ist nämlich auch der nächste Punkt, die BRD GmbH. Hier schon mal ein kurzer Teaser. Also die Erzählung, dass die Bundesrepublik Deutschland kein Staat ist, kein legitimer, kein legaler Staat oder auch sich irgendwann aufgelöst hat. Das Ganze links aufgegriffen worden von einer ja, rechtspopulistischen und ich würde es auch sagen rassistischen Show von Dr. Alfons Pröbstl, der auch ein kurzes Video über die BRD GmbH gemacht hat. Und rechts ist es die Quelle, wo es mir das erste Mal über den Weg gelaufen ist, zumindest in bildlicher Form, dass sich solche Leute an größere Massenproteste angeschlossen haben. Das Bild ist im Umfeld von den Protesten schon Stuttgart 21 gemacht worden. Auf dem Bild steht, wir sind das Volk und nicht das Personal der BRD GmbH. Also der Gedanke, dass alle Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die einen Personalausweis haben, damit als Personal einer Firma auszuweisen seien und diese Firma eben die Bundesrepublik Deutschland darstellt. Und das Bild ist aus dem Jahr 2010 bereits, wo das am Rande aufgetaucht ist. Dann aktuellere Zusammenhänge. Auf der linken Seite eine Verschwörungsseite, die fabuliert, dass die Anschläge in Brüssel False-Flag-Anschläge gewesen sind, also unter falscher Flagge durchgeführt worden sind, nicht, dass dort islamistische Terroristen zugeschlagen haben und ein Attentat verübt haben, sondern dass es eigentlich Menschen gewesen sind, die manipuliert worden sind oder dass es eigentlich ganz andere Menschen gewesen sind, nämlich von einer Elite, die dort versucht, ihre New World Order, also neue Weltordnung umzusetzen. Die New World Order gehe ich nachher nochmal ein bisschen näher drauf ein, was sich dahinter verbirgt. Und dann rechts eine antisemitische Verschwörungserzählung, nämlich dass hinter, in diesem Falle hier noch damals ISIS, inzwischen ja IS, dann der israelische Geheimdienst Mossad steckt angeblich. Also auch wieder False Flag, das Ganze auch symbolisiert als Flagge schon.
Es ist nicht alles so, wie es scheint. Und dann vielleicht auch noch ein weiteres Beispiel aus dem Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland. Dort steht auf Seite 8 unter der Kategorie Demokratie: Heimlicher Souverän ist eine kleine, machtvolle politische Führungsgruppe innerhalb der Parteien. Sie hat die Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte zu verantworten. Also auch hier wird das Angebot gemacht, dass man sich gegen die Elite doch verbinden kann. Und die AfD hat ja auch genau das am Wochenende in Dresden nochmal bekräftigt mit ihrem Transparent Volksherrschaft statt Elitenherrschaft, glaube ich, oder direkte Demokratie, irgendwie sowas in dem Rahmen. Hier wird nochmal die Teilung auch aufgemacht und es hat sogar eben diese Verschwörungserzählung es geschafft, in das Parteiprogramm der AfD aufgenommen zu werden. Gut, so viel erstmal zu ein paar aktuellen Beispielen. Ich würde jetzt zu den Definitionen kommen. Bei den Definitionen orientiere ich mich an dem Politikwissenschaftler Armin Pfahl-Traubert. Der hat um die Jahrtausendwende rum einen Text geschrieben, der sich ein bisschen dezidierter damit auseinandergesetzt hat, wie kann man Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien, Verschwörungserzählungen charakterisieren, wie kann man sie einordnen und was wären da Definitionen, um Begriffe voneinander abzugrenzen. Also ganz grundsätzlich ist es wichtig, und das wäre der erste Begriff, die Verschwörungen existieren, haben schon immer existiert und werden wahrscheinlich auch in Zukunft noch weiterhin existieren. Also Menschen, die sich zusammenschließen, um im Geheimen das Ziel zu verfolgen, ihre Macht zu erhalten oder zu erweitern und dann entsprechend einen Plan verfolgen, bestimmte Ereignisse durchzusetzen. Das Beispiel, was Sie hier im Bild sehen, ist die Ermordung Cäsars, hat soweit stattgefunden, war eine Verschwörung, hatte aber dann in der Konsequenz jetzt nicht unbedingt das zur Folge, was sich die Verschwörer in dem Falle erhofft hatten, denn danach wurde der Tod Cäsars ja auch gerecht. Also der große Plan ist jetzt nicht unbedingt für alle dort aufgegangen, hier die Republik zu retten. Das zweite als Begriff wäre die sogenannte Verschwörungshypothese, also erstmal die Annahme, dass ein bestimmtes gesellschaftliches oder historisches Ereignis aufgrund einer Verschwörung zustande gekommen ist. Das ist durchaus legitim. Hier ein Beispiel aus dem Fußball, aus dem letzten Skandal, der in der FIFA rumrumort. Also, dass sich bestimmte Leute zusammengeschlossen haben, um etwas zu erreichen, das kann man durchaus machen. Ein Merkmal einer erfolgreichen Verschwörung ist es ja leider auch, dass sie eben weiterhin im Geheimen bleibt, also nicht an die Öffentlichkeit kommt. Das heißt, hinter bestimmten Ereignissen könnte man auch immer eine erfolgreiche Verschwörung vermuten. Zumindest als Hypothese könnte man das immer machen. Das Problem ist allerdings, wenn diese Hypothese sich immunisiert gegen Gegenargumentation oder gegen ihre Falsifizierung. Ja, also wenn sie sich verhärtet gegen Widerspruch, dann spricht Pfahl-Traubert von einer Verschwörungsideologie. Also die Hypothese hat sich verhärtet und ausgerichtet auch auf eine bestimmte Feindgruppe, der eben diese Handlungen zugeschrieben werden. Und letztlich kehrt sich dann auch die Beweisführung um, dass eigentlich nicht mehr geschaut wird, okay, was hat sich zugetragen und wie könnte das passiert sein, sondern eher, dass es umgedreht wird und die auserkorene Gruppe, jetzt im negativen Sinne gesehen, wird zur Verantwortung gezogen und es werden rückwärts die Linien gezogen, okay, wie könnte diese Gruppe das manipuliert oder beeinflusst haben. Das muss auch nicht immer rational sein, wie der Prozess abläuft. Da werde ich, wenn es um die Funktionen geht, nochmal näher drauf eingehen. Das kann auch bestimmte Momente haben, wo man einfach sein Lieblingsfeindbild reinbaut und dann gar nicht mehr sich großartig die Mühe macht, da jetzt noch diese Verbindungslinien immer zu ziehen. Ein Teil der Menschen tut es allerdings noch. Die Verschwörungsideologie, das ist das Besondere daran, zumindest in der Definition von Pfahl-Traubert, richtet sich aber aus auf eine Gruppierung, die auch real existiert, wie in diesem Beispiel eben CIA und Mossad gibt es beide. Also diese Gruppierungen sind dort, das sind Geheimdienste, die existieren wirklich. Wenn es aber in einen fiktionalen Bereich übertritt, dann spricht Pfahl-Traubert von einem Verschwörungsmythos, was so eine gewisse Sonderform der Verschwörungsideologie darstellt. Das ist nicht immer ganz klar voneinander zu trennen. Das werde ich Ihnen gleich nochmal an einem Beispiel einfach erzählen. Aber in dieser Variante ist es so, dass die Gruppe, auf die man sich bezieht, eine fiktive Gruppe ist, die real auch nicht existiert. Das heißt, es lässt halt noch viel, viel mehr Raum,
um Dinge dazu zu dichten, weil sie eben dann gar nicht mehr großartig mit Beweisen arbeiten müssten, die man ihnen präsentiert. Beispiele dafür wären eine Gruppierung wie die Weisen von Zion, auf die sich ja die Protokolle der Weisen von Zion beziehen. So eine Gruppe gibt es nicht, hat es nicht gegeben. Das Schriftstück ist reine Fiktion, also es ist nicht mal eine Fälschung, es gab auch kein Original, sondern es ist einfach ausgedacht und zusammengesetzt aus Romanen und anderen Texten, um ja eher denunzierend zu wirken. Ein weiteres Beispiel wäre, das einfachste für so eine Gruppierung wäre Reptilienwesen, die im Hintergrund die Fäden ziehen und überall dahinter stecken. Also meines Wissens gibt es diese Gruppierung nicht. Es gibt auch keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass solche Echsenmenschen oder Aliens existieren. Da wäre es dann auch ein Mythos. Ja, ein bisschen komplexer wird es vielleicht, wenn sich jetzt die Gruppe wie die Illuminaten dann noch mit reinbeziehen. Eine Geheimgruppierung, die Ende des 18. Jahrhunderts recht einflussreich gewesen ist, aber auch schon genau in einem relativ kurzen Zeitrahmen auch noch Ende des 18. Jahrhunderts verboten worden ist. Also das heißt, wenn sie sich heute noch auf die Illuminaten beziehen, dann ist das eine fiktive Gruppierung, die so auch nicht mehr existiert. Also das erstmal als so ein Versuch zu kategorisieren, womit hat man es zu tun, wie kann man bestimmte Dinge einschätzen. Daraus ergeben sich so ein paar Momente, wie man umgangssprachlich oder wie man überhaupt in der Sprache damit verfahren kann. Was ist jetzt eigentlich mit dem Begriff der Verschwörungstheorie? Ich habe Ihnen das mal so ein bisschen aufgelistet, welche Vor- und welche Nachteile mit diesem Begriff verbunden sind. Ein Vorteil ist, der Begriff ist negativ konnotiert. Das heißt, wenn Sie eine Person als Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheoretikerin bezeichnen, wissen inzwischen die Leute auch ganz klar, was damit gemeint ist. Also das sind Leute, die leicht, die vielleicht eine besondere Wahrnehmung der Welt haben und auch nicht so ganz ernst zu nehmen sind. Das heißt, wenn Sie eine Aussage als verschwörungstheoretisch bezeichnen, haben Sie schon immer so eine gewisse Abwertung auch mit drin. Der weitere Vorteil ist, der Begriff ist einfach weit verbreitet. Inzwischen die Leute können damit was anfangen. Wenn Sie einen Vortrag über Verschwörungstheorien hören wollen, dann wissen Sie, worum es geht. Also nämlich nicht in erster Linie darum, wie wirkliche Verschwörungen in der Vergangenheit stattgefunden haben und noch weitere Verschwörungen vielleicht gerade untersucht werden, sondern es geht eben um eine Fehlwahrnehmung der Welt, würde ich jetzt so allgemein mal sagen. Die Nachteile des Begriffs Verschwörungstheorien ist aber auch wieder, der Begriff ist negativ konnotiert. Das heißt, wenn Sie sich mit einer Person auf Augenhöhe auseinandersetzen wollen und die Person als Verschwörungstheoretikerin oder Verschwörungstheoretiker bezeichnen, dann wird das, glaube ich, schwierig, weil schon immer eine Abwertung inzwischen mit diesem Begriff auch verbunden ist. Sei denn, die Leute eignen sich den Begriff jetzt irgendwie kämpferisch wieder an, aber gesamtgesellschaftlich in dem Diskurs, wenn man ihn betrachtet, ist es schon eine Abwertung, die passiert. Nachteil, der eher aus so einer akademischen Perspektive kommt, ist, dass es eigentlich eine Ideologie adelt zu einer wissenschaftlichen Theorie, und genau das ist ja eigentlich, das Merkmal wird nicht eingehalten, nämlich, dass die Falsifizierbarkeit gar nicht mehr sichergestellt ist, dass man sich gegen Widersprüche immunisiert. Ja, das ist vielleicht in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung dann noch wichtiger, weil der Begriff dann auch genauer ist. Da wäre das die Alternative, die Verschwörungsideologie, oder je nachdem, auf welche Zielgruppe es gemünzt ist, vielleicht auch der Verschwörungsmythos. Der hat, wie ich finde, folgende Vorteile. Zum einen ist er präziser als der Begriff der Verschwörungstheorie. Ich würde sagen, durch die Verweise zum einen auf ein geschlossenes Weltbild, was sich dahinter verbergen kann, dann verweist der Begriff eben nicht nur auf eine Theorie, sondern auch auf eine Praxis, die sich daraus ableitet, wenn man diesen Überzeugungen anhängt. Und als letzten Punkt dann auch, dass die Ideologie als, würde ich verstehen, als notwendig falsches Bewusstsein auch noch einen gewissen Hinweis auf gesellschaftliche Ursprünge liefert, worauf ich dann später nochmal eingehen werde. Der Nachteil an dem Begriff ist, er ist einfach wissenschaftlich sperrig. Da muss man ein bisschen erstmal erklären, um zu sagen, okay, wie hängt das Ganze miteinander zusammen? Ist wahrscheinlich auch erstmal erschrocken, wenn man diesen Begriff sieht, weil Verschwörungstheorie doch einfach auch im Lesefluss sich einfacher festmacht. Das bringt mich zu den Funktionen. Auch hier folge ich noch Armin Fall-Traubert weiterhin von seinem Text Bausteine einer Theorie über Verschwörungstheorien. Er sagt, es gibt vier Funktionen, die Verschwörungstheorien bzw. Verschwörungsideologien einnehmen.
Und Daniel Kuller hat in der letzten Ausgabe der Jungle World auch nochmal darauf hingewiesen, die sich mit diesem ganzen Bilderberger-Zirkus beschäftigt hat, dass es eben auch die Funktionen von Ideologien im Allgemeinen sind, die sich da wieder niederschlagen. Zum einen eine Sinnstiftungs- und Erkenntnisfunktion, ich gehe da gleich nochmal näher drauf ein, als zweites dann eine Identitätsfunktion, Freund-Feind-Bestimmungen können über Verschwörungsideologien festgemacht werden. Und dann davon leicht abgegrenzt, ich erkläre Ihnen gleich warum, als drittes das Manipulationsinstrument, also Verschwörungsideologien eignen sich auch dazu, Menschen zu manipulieren, etwas zu tun und letztlich dieses Handeln dann als Legitimationsinstrument dann auch zu legitimieren. In gewisser Weise war es so, dass die ersten beiden Funktionen wichtiger für Anhängerinnen und Anhänger gewesen sind von Verschwörungsideologien, die Funktion 3 und 4 dann eher für Propagandistinnen und Propagandisten. Aber im Zeitalter des Web 2.0 verschwimmt auch diese Grenze. Also jeder von Ihnen kann quasi auf die virtuelle Kiste an der Straßenecke steigen und Links teilen zu irgendwelchen Verschwörungsseiten, Texten, Videos etc. und sich dort die Likes abholen oder gehört werden. Also die Grenze ist da schon relativ durchlässig geworden, einfach auch durch die Möglichkeiten, die das Internet zur Kommunikation bietet. Ich würde jetzt noch näher auf die Sinnstiftungs- und Erkenntnisfunktion eingehen. Zum einen ganz allgemein beantwortet sie die Frage, why do bad things happen to good people? In der Theologie kennt man das in der christlichen Theologie als Theodizee-Problem. Also wenn ein guter Gott existiert, warum passieren dann schlechte Dinge auf der Erde? Beispiele dafür wären Arbeitslosigkeit, schlechte Bezahlung, Menschen- und naturschädigende Waren und Warenproduktion und so weiter und so fort. Wenn Sie aber eine Antwort auf diese Frage bekommen, dann hat das einen weiteren Vorteil. Zum einen wissen Sie, wie die Welt funktioniert. Das hebt Sie schon mal ein bisschen ab von den anderen, die keine Ahnung davon haben. Und dieses gesamte Leid, was sich auf der Welt ereignet, hat für Sie auch einen Sinn bekommen. Also es geschieht nicht sinnlos. Zur Welterklärung hier ein kleines Beispiel, wie das Ganze gestrickt sein kann. Recht häufig wird gesagt, Verschwörungstheorien oder Verschwörungsideologien wirken komplexitätsreduzierend, also die vereinfachen ganz stark die Wirklichkeit und versuchen sie auf diese Art und Weise begreifbar und verständlich zu machen. Das wäre jetzt ein Beispiel, würde ich sagen, dafür. Also hier ist eine Darstellung quasi Feudalismus gestern und heute. Auf der linken Seite eben der mittelalterliche Feudalismus und auf der rechten dann der Unternehmensfeudalismus, also die bürgerliche Gesellschaft mit ihren eigentlich vermittelten Herrschaftsverhältnissen ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich zu den Herrschaftsverhältnissen, die in der Gesellschaft davor im Feudalismus existiert haben. Es gibt eine kleine Spitze. Auf der linken Seite im mittelalterlichen Feudalismus waren es die Monarchen. Und dann rechts in der heutigen Gesellschaft sind es dann einfach die Zentralbanker. Bei dem anderen Beispiel, was ich eingangs gezeigt habe, haben Sie dann auch gesehen, Machtausübung fließt von oben nach unten und dann das Geld fließt von unten nach oben in dieser Pyramidendarstellung und man selbst befindet sich dann ganz unten bei den 98%, bei der Mehrheit auch. Da gehe ich gleich noch ein bisschen weiter drauf ein. Das wäre eine Möglichkeit, wie gesellschaftliche Verhältnisse heute darzustellen wären, ein wenig unterkomplex, wenn man sich eigentlich anschaut, wie bürgerliche Gesellschaften funktionieren, wie Macht ausgeübt wird, welche verschiedenen Vermittlungsformen es gibt und so weiter. Eine andere Version, und das würde auch dem widersprechen, dass halt die Art und Weise, wie die Welt erklärt wird, unterkomplex ist in Verschwörungsideologien, einfach dieses Wimmelbild, wer was wie wo miteinander zusammenhängt. Das Ganze trägt den Titel Karte der Finanzmafia in Klammern Hochfinanz von 1777 bis 2014. Also das heißt, es gibt auch die komplexeren Varianten, wer mit wem, wie, wo, was zusammen ausgeheckt hat, um die geheime Weltverschwörung umzusetzen. Letztlich ist es so, dass nicht eben die Art und Weise, wie diese Verschwörung stattgefunden hat, meist als unterkomplex dargestellt wird, sondern unterkomplex wird es meistens genau dann, wenn es darum geht, die verursachenden Personen zu benennen. Dann wird sehr stark personifiziert.
oder eben die eigene Lieblingsgruppe herausgepickt. Und das ist eben das Moment, wo stark vereinfacht wird, anstatt wahrzunehmen, dass es Individuen sind, die mit bestimmten Interessen handeln, die von bestimmten Ideen geleitet werden und dass auch Zufälle existieren, wird angenommen, dass eine Gruppe im Hintergrund die Fäden zieht. Und wie komplex sie das jetzt macht und auf wie viel Ebenen quasi diese Verschwörung läuft, kann sehr, sehr hochkomplex werden, aber es wird meist unterkomplex, wenn es darum geht, die Feindinnen und Feinde zu beschreiben. Genau, hier noch zwei Beispiele, die ich eingangs schon hatte. Das bringt mich zum nächsten Funktion, nämlich zur Identitätsfunktion, wenn es um Feindinnen und Feinde, aber auch um das Selbst geht. Auf der linken Seite ein Tweet von Sarah Wagenknecht, Neues aus der US-Kolonie BND spähte zum Schaden der deutschen Interessen und im Auftrag der NSA Ziele aus. Darunter dann ein Facebook-Posting von Oscar Lafontaine und er schreibt, die Geheimdienste steuern seit längerem eine Querfrontkampagne Ziel, linke Politiker werden als AfD nahe diffamiert. Und dann auf der rechten Seite eine Facebook-Seite namens BRD Pseudostaatregierung, die so um die, ja, in den höheren 40.000ern Likes hat und die ganz klar antisemitisch und rechtsextrem ist und davon ausgeht, dass die Bundesrepublik Deutschland kein Staat sei, sondern irgendetwas anderes. Und dort, ich fasse Ihnen das kurz zusammen, was in diesem Posting steht, wenn die Deutschen wirklich wüssten, was sich zugetragen hat im Nationalsozialismus und nicht den Lügen der Zionisten und Alliierten folgen würden, dann stünde quasi die Revolution kurz bevor, denn die Deutschen werden belogen und betrogen. Was man aus diesen Beispielen heraussehen kann, sind zum einen Identitätskonstruktionen, die sich zunächst einmal vordergründig auf die anderen, auf die Bösen, auf die Fremden richten. Was mir jetzt so aufgefallen ist in der Arbeit, und da greife ich aber auch nochmal auf eine Studie zurück, die Leo Löwenthal und Norbert Guttermann in den 40ern des letzten Jahrhunderts in den USA vorgenommen haben. Dort haben sie Reden von faschistischen Agitatoren analysiert und haben so ein paar Gruppen von Fremden, von Bösen, von Feinden, von den anderen identifiziert, die ich jetzt auch aufgegriffen habe hier drin, weil ich finde, dass sie auch heute noch als Feindbilder herhalten müssen und vielleicht kann ich nachher noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, wenn wir zu den Ursprüngen kommen, warum sich diese Feindgruppen eben herausbilden. Also zum einen haben wir da immer die Linke, die Antifa-Kommunistinnen und Kommunisten, die als die Feinde dargestellt werden, als die Bösen. Dann eigentlich inzwischen auch schon die Faschisten und die Nazis. Das verweist auch so ein bisschen darauf, dass diese Begriffe recht inhaltsleer gebraucht werden. Also Faschisten sind immer die, die die Meinungsfreiheit einschränken wollen. Wenn ich aber meine rassistischen Kommentare loslassen möchte und glaube, dass die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, dann sind diejenigen Faschisten, die diesen Kommentar melden und wollen, dass der so im Internet nicht mehr vorhanden ist, im Zweifelsfall. Gleiches gilt für die Nazis. Seit der Niederlage des Nationalsozialismus erreichen sie zumindest nicht viele Menschen, wenn sie sich offensichtlich als Neonazi bezeichnen. Also damit kriegen sie keine Volksbewegung hin, damit erreichen sie keine Menschen. Dementsprechend sind Nazis auch dann die anderen eben auch, weil Nazis die Bösen sind. Eine weitere Gruppierung, die Heuschrecken, das Finanzkapital, die Wall Street, die Bankster. Also alles, was so mit der Sphäre der Zirkulation zu tun hat, Bankgeschäfte, Zinsen, das ist alles dubios, das ist alles nicht so, wie wir es haben wollen. Auch diese Feindbilder gibt es recht häufig, auch im Bereich der Querfront, die nächste Gruppierung auch, die USA oder die Amis. Das sind auch immer die anderen, die uns ihre Kultur aufdrücken wollen. Hier auch dann der Verweis auf den Antiimperialismus, der sich das ja auch ganz stark auf die Fahnen geschrieben hat, eben genau gegen diese Gruppen vorzugehen. Dann die Gruppierung, die da oben, korrupte Politikerinnen und Politiker und das, was dann immer als Lügenpresse bezeichnet wird, also ganz allgemein, wenn Sie so wollen, die vier Staatsgewalten, die hier unter diese Gruppe gefasst werden, die auf jeden Fall böse, fremd und anders sind. Dann ganz abstrakt und allgemein die Gruppe der Fremden, also die, die nicht zu uns gehören, die anders sind. Das lässt recht viel Spielraum, wen man da jetzt hineinpackt. Aktuell geht es da eher gegen Muslime.
Und dann würde ich noch ergänzen, inzwischen die Gruppe, die auch recht ambivalent gehalten ist, die Antideutschen. Damit ist jetzt nicht unbedingt eine Strömung innerhalb der deutschen Linken gemeint, sondern eher in dem Sinne, dass auch Angela Merkel antideutsch sein kann, weil sie eben gegen Deutsche eingestellt ist. Da gehe ich später noch ein bisschen weiter drauf ein. Und dann tragischerweise die große Klammer, die sich immer ziehen lässt, auch wenn es widersprüchliche Behauptungen sind, die Gruppe der Jüdinnen und Juden, also die Juden, die letztlich dann mit dem Ganzen personifiziert werden können. Also sie sind sowohl Faschisten oder die Nazis von heute, wie es dann immer heißt, in solchen antisemitischen, antizionistischen Aussprüchen. Sie sind sowohl das für das Kapital zuständig, sie steuern die USA, sie sind stecken hinter den Politikerinnen und Politikern und im Sinne einer nationalsozialistischen, rassistischen, antisemitischen Ausprägung können sie auch nicht Deutsche sein, denn das Deutsche und das Jüdische stehen sich einfach diametral gegenüber. Wenn sie so ein Feindbild konstruieren, dann entsteht in dem Prozess auch eigentlich immer ein Selbstbild mit. Und das Problematische an diesem Feindbild und Selbstbild ist, dass es strikt dualistisch aufgebaut ist. Also es existieren keine Widersprüche in diesen Selbstbildern. Es existieren keine Graustufen, sondern man ist entweder auf der einen Seite oder auf der anderen. Jetzt können Sie in Klammern natürlich noch denken, oder man ist das Schlafschaf, man ist noch nicht aufgewacht, man hat die wahren Dinge noch nicht gesehen, noch nicht hinter die Kulissen geblickt, sondern glaubt immer noch das, was einem vorgesetzt wird. Und dann auf der linken Seite haben sie eben dann das Gute und darunter würde ich anhand von meinen Recherchen jetzt so verschiedene Stichpunkte subsumieren, wie die Mehrheit, das Volk, wir hier unten, man vertritt ja kollektivistische und gemeinschaftliche Überzeugungen, man ist deutsch, man ist Opfer, man ist manipuliert und betrogen. Man ist auf jeden Fall auf Seiten der Produktion, also in der echten Wirtschaft, man arbeitet noch hart, man ist auch kapitalismuskritisch und befürwortet Kleinproduktion, man ist tüchtig, man macht körperliche Arbeit, man schwitzt, man verdient sich das, was man produziert, man ist auch ganz stark idealistisch, also man folgt dem hehren Ziel, etwas Größeres anzustreben und davon ist man bereit, Opfer zu bringen, man ist gleichzeitig arm, anständig, sittsam, gottgefällig und hat einen ganz starken positiven Bezug auf die Unmittelbarkeit, also direkte Verhältnisse, in die Menschen doch zu treten haben. Und dann auf der anderen Seite das ganze Ablehnende, wie gesagt, rein dualistisch gedacht, also die anderen stehen halt für den Kapitalismus, betrügen, sind Täter, manipulieren und ich würde sagen, kondensiert und abstrakt gefasst stehen sie für Vermittlung und für Vermittlungsverhältnisse, die in modernen Gesellschaften existieren. Das Problem ist nicht, dass bestimmte Begriffe zu eigen gemacht werden oder bestimmte Selbstbilder konstruiert werden über die Dinge, die ich gerade im Selbstbild beschrieben habe. Das Problem entsteht dadurch, dass man es in strikter Abgrenzung und nur in Form von einem Dualismus wahrnimmt. Also entweder man ist halt auf der einen Seite oder man ist auf der anderen Seite. Und so werden die Menschen dann eingeteilt in Gut und Böse und daraus resultieren dann im Zweifelsfall bestimmte Handlungen, die man unternehmen muss. Das bringt mich dann zur dritten Funktion, der Manipulationsfunktion. Auf der linken Seite das Bild hier ja auch von um die Ecke in Sachsen, der berüchtigte Pegida-Balken, auch wenn es in Klammern, auch wenn es inzwischen Gerüchte gibt oder innerhalb des Internets, dass es sich dabei ja um eine False-Flag-Aktion gehandelt hat, um die Bewegung zu diskreditieren. Denn auch hier wieder ein Erkenntnisprozess, da ist irgendwas, das könnte mir schaden. Also muss es Teil der Verschwörung sein, ja, weil es kann ja nicht sein, dass irgendjemand von uns so eine Mordabsichten hat. Das haben wir ja nicht. Wir sind ja die Guten. Wir wollen für das Volk das Gute tun. Wir wollen irgendwie dichter zusammentreten. Und wenn dann ein Teil dazu da applaudiert, dann müssen das auch irgendwelche Klaköre sein, die gekauft worden sind. Und dann auf der rechten Seite auch nochmal ein Bild von einer vielleicht sogar noch radikaleren Steigerung, also ein Fadenkreuz auf dem Gesicht von Angela Merkel, a time to live, a time to die, also die Aufforderung eigentlich, ein Attentat auf Angela Merkel auszuüben und um nochmal sie auch ganz klar auf die Seite der Feinde
zu bringen, hat dann diese Person, die das Bild retuschiert hat, da ihr noch einen Davidstern an die Kette gehangen, um nochmal darauf hinzuweisen, sie kann keine von uns sein, wenn sie jüdischen Glaubens ist. Also hier auch schon eine starke antisemitische Aufladung des Ganzen im Sinne von dem Dualismus Deutsch versus Jüdisch. Die Legitimationsfunktion zeigt dann, dass sie eben nicht nur Leute dazu anstacheln können, bestimmte Taten vollbringen, sondern eben auch dann im Anschluss die Rechtfertigung von Taten. Auf der linken Seite Adolf Hitler, Schüler der Weisen von Zion, eine Studie von Alexander Stein, die bereits 1936 durchgeführt wurde. Also auch Adolf Hitler hat sein Handeln mit den Protokollen der Weisen von Zion begründet und auch sogar sein nationalsozialistisches Deutschland anhand der Protokolle der Weisen von Zion modelliert. In gewisser Weise war die Argumentation, ich musste so handeln, sonst hätten die Juden ihren Plan umgesetzt. Ähnlich verhält es sich mit den Turner Diaries. Das ist ein rassistischer und antisemitischer Roman, der in der Zukunft spielt in den USA und wo kleine Gruppen von Weißen sich zusammenschließen, um eine Form von Leaderless Resistance oder Lone Wolves loszuziehen, um dann Anschläge und Attentate zu verüben. Dieses Buch wurde gefunden beispielsweise beim Oklahoma City Bomber Timothy McVeigh, der in Mitte der 90er Jahre ein Regierungsgebäude gesprengt hat in Oklahoma City in den USA, bei dem 186 Leute umgekommen sind. Dieses Buch hat man dann in seinem Auto gefunden. Er hat es da recht prominent positioniert, um nochmal zu zeigen, was so handlungsleitend für ihn gewesen ist. Dieses Buch ist auch im Umfeld des NSU nach seiner Selbstenttarnung auch gefunden worden. Und dann auf der rechten Seite Anders Breivik, der auch sein sogenanntes Manifest verfasst hat, 2083, European Declaration of Independence, wo er sich auch vom sogenannten Kulturmarxismus verfolgt wähnt, die für eine Verweichung der Verweichung der Gesellschaft sorgen soll letztlich. Sie können damit nicht nur persönliche Taten, die vielleicht aus ihrer Perspektive erfolgreich gewesen sind, rechtfertigen. Genauso lässt sich die Legitimationsfunktion auch für persönliches Scheitern anwenden. Das ist auch nochmal eine interessante Perspektive. Also wenn Sie eine bestimmte Sache nicht erreicht haben, dann kann das auch dadurch geschehen sein, dass eine Verschwörung sich hinter der Bühne abgespielt hat, die genau das zum Ziel gehabt hat. Beispielsweise, wenn es um Wahlen oder Volksentscheide oder so weiter geht und eben nicht Ihre Meinung oder Ihre bevorzugte Partei gewinnt, können Sie das damit legitimieren, dieses Scheitern, dass Sie sagen, naja, da hat sicherlich Wahlbetrug stattgefunden. Sie sehen auch nochmal, was das für die Person selbst macht. Dort müssen schon dunkle Mächte Wahlbetrug letztlich an den Start bringen, um zu verhindern, dass sie ihre wahre Macht entfalten können. Also nicht nur, dass die eigenen, sagen wir so, Taten können damit legitimiert werden mit Verschwörungsideologien, sondern auch das eigene Scheitern und das eigene Versagen kann in ein Licht gerückt werden, warum man denn eine bestimmte Sache nicht erreichen konnte. Eben weil die Feinde einen aufgehalten haben. Es klang schon gelegentlich an und im Zuge von den Funktionen ist es dann auch sinnvoll, noch auf das Thema Antisemitismus in diesem Zusammenhang einzugehen. Hier ein Beispiel für bestimmte antisemitische Stereotype, die noch aus einem Antijudaismus auch herrühren. Also hier die Ritualmordlegende. Also die Legende, dass Juden heimlich christliche Kinder opfern würden, um ihr böses Teufelswerk zu vollziehen, früher noch religiös angehaucht. Das Ganze aber auch in diesem Bild in die Moderne transferiert. Also hier müssen dann auch so Leute wie Bill Gates oder Tony Blair, George Bush Senior dann an solchen Ritualen teilnehmen, weiterhin, die im Hintergrund stattfinden. Das basiert aber eben auf diesem antisemitischen Stereotyp des Ritualmords, also der Ritualmordlegende. Das Ganze noch ein bisschen moderner gemünzt. Die Erzählung, dass hinter beiden Paris Attacks aus dem letzten Jahr 2015
in Wirklichkeit der israelische Geheimdienst oder der Staat Israel stecken soll. Auf der linken Seite die False-Flag-Aktion. In Wirklichkeit hätte der Mossad die Attentate auf die Redaktion Charlie Hebdo umgesetzt. Und auf der rechten Seite dann ein Bild, was über den Twitter-Account eines iranischen Nachrichtensenders geschickt wurde. Also dass Benjamin Netanyahu hier dem Terroristen den Sprengstoffgürtel umhängt, damit er sich dann auf den Weg nach Paris machen kann. Also auch hier die Erzählung, es ist nicht so, wie es scheint. Diese Menschen haben das nicht aus eigenem Impuls gemacht, sondern in Wirklichkeit ziehen im Hintergrund die Juden die Fäden und lassen uns hier leiden und verfolgen ihren dunklen Plan. Zwei weitere aktuelle Varianten, die letztlich dann auch hintendran immer noch den Antisemitismus knüpfen. Zum einen die Erzählung, dass Menschen, die sich momentan aus Krisengebieten in Richtung Europa bewegen, dass die zentral gesteuert werden und wie David Dees es hier formuliert, Zitat, den White Genocide begehen wollen, also die Auslöschung der weißen Rasse in Europa voranzutreiben, indem man die Menschen, die dort fliehen, eben als Waffe einsetzt. Das läuft meist auch unter dem Stichwort, nicht immer in dieser antisemitischen Konsequenz, aber unter dem Stichwort der Migrationswaffe, also dass diese Menschen da keinen eigenen Impuls haben, sondern eigentlich gesteuert und gelenkt werden, um bestimmte Regionen zu destabilisieren. So, das waren ein paar Beispiele, inwiefern schon ganz offensichtlich antisemitische Verschwörungsideologien im Internet existieren. Es gibt aber noch weitere Art und Weisen, wie das Ganze stattfinden kann. Zum einen ist es so, dass hier vorgeblich jetzt nicht unbedingt antisemitische Verschwörungsideologie verbreitet wird. Also das ist die Titelseite von der Gruppierung Pegada auf Facebook, patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes. Sie fordern den Opfern einen Namen, den Tätern ein Gesicht, Schluss mit Scheingefechten, nennt die Verursacher. Und dann postet eine Person als Antwort auf diese Aufforderung dann genau dieses Bild, wo quasi die USA als Marionette an einer mit Davidstern versehenen Hand hängen. Was dann passiert ist, erfolgt kein Widerspruch. Also so wie es scheint, hat auf der Webseite auch niemand was dagegen gehabt, was diese Aufschlüsselung angeht. Letztlich zeigt es aber auch, dass Antisemitismus und vor allen Dingen auch die große jüdische Weltverschwörung sich immer eignet, um noch als quasi letztes i-Tüpfelchen hinten drauf gesetzt zu werden auf Verschwörungserzählungen. Also wenn sie erstmal nur der Überzeugung waren, wie es auf diesem Bild angedeutet wird, dass der IS eigentlich eine Kreation der USA gewesen sind, dann sieht man auch, dass die USA selbst nur fähig sind, bestimmte Handlungen zu vollführen, wenn im Hintergrund Juden die Strippen ziehen. Wie hängt das miteinander zusammen? Zum einen ist es so, dass Antisemitismus und, wenn sie auf der Ebene der Weltverschwörung angekommen sind, Verschwörungsideologien, beide Welterklärungsfunktionen besitzen, also auch mit dem Antisemitismus und vor allen Dingen seit den Protokollen der Weisen von Zion können sie die gesamte Welt erklären, wenn sie einfach nur ein antisemitisches Weltbild haben. Also alle Katastrophen sind letztlich auf irgendwelche zionistischen Praxen zurückzuführen. Der geheime Plan wurde schon in den Protokollen von Zion dargelegt und tragischerweise sind die Protokolle der Weisen von Zion vielleicht jetzt nach dem Nationalsozialismus und dem Holocaust nicht mehr die allererste Quelle, wenn sie zumindest renommiert auftreten wollen, in Klammern, aber auch in Teilen der AfD wird das ja zum Teil propagiert, die haben ja da jetzt auch den eigenen Antisemitismus-Auseinandersetzungen innerhalb der Partei bezüglich der Protokolle der Weisen von Zion. Aber letztlich ist es so, dass zum einen immer diese Blaupause für die große Weltverschwörung in der modernen Gesellschaft mit den Protokollen der Weisen von Zion existiert. Da können sie jetzt im Zweifelsfall die Juden ausklammern und sagen, naja, das ist halt eine geheime Machtelite. Aber
innerhalb des tradierten Judenbildes in unserer Gesellschaft ist es aber auch so, dass diese ganzen einzelnen Bausteine und Momente dort auch schon vorhanden sind in dem Judenbild, was existiert. Also die geheimen Verschwörer im Hintergrund, die Brunnenvergifter, also da denken Sie dann vielleicht weiter an Chemtrails, die da sind, um uns zu vergiften. Also das heißt, diese kleine Machtelite, die nicht wir sind, die das Nichtvolk sind, die irgendwie anders sind, die bei uns im Innern existieren, und die aber Größeres im Sinn haben. Das heißt, auf dieser Ebene ist es recht einfach dann, wenn sie auf der Weltverschwörungsebene angelangt sind, da auch noch dann an den Antisemitismus anzuknüpfen, wie es dieses Bild hier auch zeigt. Im Hintergrund ziehen dann doch immer noch die Juden die Fäden. Ein weiterer Punkt, wo Verschwörungsideologien in Deutschland auch gerade eine besondere Schwierigkeit haben, ist, dass es den sogenannten sekundären oder Post-Holocaust-Antisemitismus gibt. Also das heißt, der Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr vorzunehmen mit einer gleichzeitigen Verharmlosung oder Leugnung des Holocaust. Also letztlich zu sagen, naja, eigentlich stecken auch hinter den Verbrechen, die im Nationalsozialismus von Deutschen und anderen begangen worden sind, dann letztlich die Juden und die Deutschen waren irgendwie Opfer und Manipulierte. Und hier an dem Beispiel wird es nochmal deutlich. Dort wird gefragt, war Adolf Hitler der nützliche Idiot der Vatikan, Jesuiten, Zion, Banken, Industrie, Logen und NWO-Juden? Da sehen Sie auch nochmal, letztlich kann man überall hinten noch dann die Juden ranhängen, wenn man dann möchte, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und gleichzeitig wird gezeigt, dass eigentlich die Deutschen in dieser Beziehung die wahren Opfer sind, weil die Juden das ja irgendwie gemacht haben. An sowas schließen sich dann noch Erzählungen an, dass eigentlich Jüdinnen und Juden oder Israel massiv vom Holocaust profitieren würden heutzutage. Wir zahlen immer noch dafür. Was soll das? Damit habe ich doch gar nichts zu tun und auch meine Großeltern und so weiter und so fort. Also das heißt, sie haben da Verschwörungserzählungen dann, die sie persönlich auch nochmal entlasten, sich damit auseinanderzusetzen, was die deutsche Gesellschaft einfach historisch mit sich bringt und über die Handlungen, die dort in der Vergangenheit stattgefunden haben und wie man sich damit auseinandersetzen muss. Also das sind die Ebenen, wie jetzt in aller Kürze Antisemitismus und Verschwörungsideologien immer noch miteinander zusammenhängen können. Letztlich haben sie so etwas wie ein Malen nach Zahlenbild und die Protokolle der Weisen von Zion geben ihnen schon, wenn sie eigentlich vor, dass im Hintergrund die Juden die Fäden ziehen und sie können jetzt hier einzelne Momente dann ausmalen, ob sie da noch irgendwie zum Teil auch Bereiche der Esoterik mit reinhaben wollen oder nicht. Das ist alles irgendwie möglich. Sie können sich die Versatzstücke zusammenziehen, aber was letztlich das Gesamtbild, wenn sie es komplett ausmalen, dann ergibt, dass irgendwo die Juden im Hintergrund die Fäden ziehen oder wie es aber auch damals schon in den 30er Jahren kolportiert wurde, die Zionisten eigentlich ihren geheimen Plan verfolgen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Gut, nach dem kurzen Exkurs zum Thema Antisemitismus, den man sicherlich auch noch weiter fassen könnte, aber ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit, die mir zur Verfügung steht, würde ich dann verweisen auf andere Bücher, die Sie sich dazu am besten durchlesen, will ich zu den Ursachen kommen. Zum einen orientiere ich mich da auf die vorhin bereits erwähnte Studie von Leo Löwenthal und Norbert Gutermann aus den USA. Selbst wenn sie älter ist, ist sie dennoch, denke ich, sehr erkenntnisfördernd, wenn man sie anwendet. Also was wurde dort gemacht in dieser Studie? Gutermann und Löwenthal haben faschistische Agitationen sich angeschaut und haben geguckt, okay, was sprechen diese Agitatoren eigentlich an? Daraus haben sie bestimmte Beschwerdekategorien abgeleitet, die eben bei den Rezipientinnen und Rezipienten angesprochen werden. Und das sind in dem Falle wirtschaftliche Missstände. Damit ist gemeint gewesen, das Geld solle zunächst den unseren eigenen Landsleuten zugutekommen und nicht anderen Staaten oder Flüchtlingen. Und gleichzeitig war damit auch immer eine Kritik an Bankern und am Geldsystem verbunden. Der zweite Punkt in den Beschwerdekategorien, der angesprochen wurde, waren politische Beschwerden. Also das als Beispiel formuliert, internationale Verträge, die staatliche Freiheit einschränken würden des eigenen Staates. Dann kulturelle Beschwerden, alle Informationsmittel sind in der Hand des Feindes, des Vaterlandes und mit diesen Informationsmitteln geschieht eine finstere Manipulation der eigenen Kinder. Dann das Ganze auch noch als moralische Beschwerden.
wo vorgeworfen wird, dass alle Feinde ein moralisch verwerfliches Leben führen würden, und zwar auf Kosten von den ganzen guten Menschen. Das wären zum einen die Beschwerdekategorien, die dort enthalten sind. Das zweite sind emotionale Hintergründe, die auch anklingen in diesen Reden. Zum einen ein allgemeines Misstrauen gegen soziale Erscheinungsformen. Ich habe vorhin von den ganzen Vermittlungen gesprochen. Also alles, was sich scheinbar im Hintergrund vollzieht, alles, was ins soziale Leben der Menschen eingreift, was sie nicht verstehen, was sie nicht erklären können und deshalb mit bestimmten Begriffen versehen, wie betrügerisch, korrupt, unehrlich und so weiter. Der zweite Punkt ist ein Gefühl von Abhängigkeit, also eine Hilflosigkeit und Passivität, die die Menschen empfinden oder die angesprochen werden, und gleichzeitig der Wunsch, beschützt zu werden, einer starken Organisation anzugehören oder von einer starken Führungsperson angeführt zu werden. Ein Gefühl von Ausgeschlossenheit, also trotz des Überflusses der materiellen und spirituellen Waren, die existieren, irgendwie nicht den eigenen Anteil abbekommen zu können, und dass beispielsweise die Fremden unsere Steuergelder bekommen würden. Und dann noch eine Form von abstrakter Angst, also so ein allgemeines Vorgefühl von kommenden Unheil, also irgendwas droht da am Horizont. Man kann es noch nicht so genau ausmachen, und das ist gleichzeitig auch verbunden mit der Angst vor dem Verfall der eigenen moralischen Werte und der Werte der Gesellschaft. Und letztlich dann auch noch eine Form von Desillusionierung, also das Gefühl, dass eigentlich Demokratie nur eine Täuschung ist und gar nicht das befördert, was sie eigentlich vorgibt zu befördern. Was jetzt Löwenthal und Guttermann daraus ableiten, ist das sogenannte große soziale Unbehagen, was in modernen Gesellschaften existiert. Also die These, dass diese Gesellschaft selbst, so wie sie funktioniert, diese Beschwerden und emotionalen Hintergründe hervorbringt. Das ist ihre Grundannahme, denn die Alternative wäre, dass sich dabei eigentlich nur um Produkte des Wahns, und zwar des individuellen Wahns, handelt, und das wäre wenig befriedigend anzunehmen, dass Menschen, die sich davon angesprochen fühlen, eigentlich verrückt sind und dass es sich dabei eben um ein ganz individualpsychologisches Problem handelt. Zweite Ursache-Kategorie, da folge ich auch wieder Pfahl Traubert. Er stellt bestimmte Einflussfaktoren fest, die er ausmacht, wenn es darum geht, wie sich Verschwörungsideologien verbreiten. Zum einen gibt es psychologische Faktoren, die er als relativ stabil beschreibt, und zwar etwas, was er Verschwörungsmentalität nennt. Dabei handelt es sich um bestimmte Charakterzüge, die eine Person in der frühkindlichen Erziehung entwickeln kann, wenn sie besonders autoritär erzogen wird. Das Ganze basiert auf den Studien zum autoritären Charakter des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Daraus abgelehnt, also vornehmlich der Glaube, dass das Böse wirklich in der Welt existiert. Wenn Sie diese Überzeugung haben, dann ist es so, dass Sie eher dazu neigen, bestimmte Verschwörungsideologien zu glauben und für sich anzunehmen. Und er kehrt hervor, dass es auch dann Menschen, auch widersprüchliche, also sich selbst widersprechende Verschwörungsideologien in ihre Gesamterzählung aufnehmen, einfach weil sie ja auf einer psychologischen Ebene genauso gestrickt sind. Das Ganze ist auch als latente Einstellung innerhalb von Gesellschaften vorhanden, also muss nicht ständig nach vorne getragen werden. Ja, das betrifft jetzt nicht die gesamte Gesellschaft, das soll sie auch nicht psychopathologisieren, aber es gibt halt bestimmte Momente innerhalb von Charakterstrukturen, die eben eine Prädisposition für Verschwörungserzählungen einfach mit sich bringen. Der zweite Punkt sind soziale Faktoren, also grundlegende gesellschaftliche Umbrüche. Beispiele dafür sind immer die Französische Revolution. Also da hat sich so massiv die Gesellschaft verändert und auch die Machtverhältnisse sich verändert. Und gleichzeitig auch das Ende des Ersten Weltkrieges. Auch dort gab es viele Umwerfungen. Haben Verunsicherungen des eigenen Denkens und des eigenen Status stattgefunden. Also man wusste nicht, kann man so noch weiterleben? Was verändert sich jetzt alles? Was hat das für persönliche Konsequenzen? Und dort würde ich auch als sozialen Faktor dann immer noch das große soziale Unbehagen noch zusätzlich hinzufügen, was ich Ihnen eben vorgestellt habe von Löwenthal und Guttermann als sozialen Faktor.
politische Faktoren, die letztlich wirksam werden. Also es geht nicht nur darum, dass gesellschaftliche Umbrüche stattfinden müssen und dass bestimmte Menschen halt individualpsychologische Dispositionen mitbringen, sondern es bedarf auch Propagandistinnen und Propagandisten, die genau diese Inhalte einfach auch verbreiten, diese Verschwörungserzählungen. Pfahl Traubert sagt, die sind erfolgreicher, wenn sie sich eben an die gesellschaftlichen Vorurteile und Ressentiments anknüpfen, dann sind die einfach noch viel, viel erfolgreicher. Also aktuell ist ja die Erzählung der Migrationswaffe recht erfolgreich, einfach wenn man da den Transfer machen würde, aufgrund des gesellschaftlich vorhandenen rassistischen Einstellungen, die in der deutschen Gesellschaft auch existieren. Nochmal ein Beispiel von der Verschwörungsmentalität. Jetzt ist gerade gestern die aktuelle Mitte-Studie aus Leipzig vorgestellt worden. In einer vorherigen gab es noch das Teilsegment zum Thema Verschwörungsmentalität, um Ihnen auch mal ein paar Zahlen zu zeigen. Ich will vielleicht mal nur in Anbetracht der vergangenen Zeit auf die dritte Frage, die gestellt wurde, eingehen, und zwar beziehungsweise das Item, was dort abgefragt wurde, die Zustimmung dazu. Und das lautete: Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte. Dort gab es knapp 20% Zustimmung. Aber, und das halte ich für viel frappierender, ist, dass nur knapp 17% dieser Aussage voll und ganz widersprechen würden. Die Studie hatte eine 7-stufige Skala, und das, was ich gemacht habe, sind jetzt jeweils die beiden Extremaussagen zu addieren. Der Rest befindet sich da dann im Mittelfeld. Also das heißt, diese Aussage, dass Politiker und Politikerinnen Marionetten sind, wird nur noch von 17%, zumindest zu dem Zeitpunkt, das war im Jahr in der Studie des Jahres 2012, wurde das abgelehnt. Es wäre interessant, das einfach nochmal weiter zu verfolgen, wie diese Einstellungen sind, und vielleicht noch ein paar mehr Items zu haben, wenn es um die Abfrage von diesen Einstellungen geht. Das bringt mich zu der aktuelleren Ausformung und vielleicht zu so einem Vorschlag, wie man die aktuellen Verschwörungserzählungen doch fassen könnte. Ich würde sagen, der Mythos der antideutschen Weltverschwörung. Worauf basiert das so ein bisschen? Innerhalb der Politikwissenschaften gibt es bestimmte Art und Weisen, wie man die Geschichte des deutschen Rechtsextremismus einordnen kann. Einen Vorschlag für eine historisch-programmatische Geschichte hat Richard Stöss geliefert. Und er schreibt im Jahr 2010, dass es eigentlich bestimmte Kampagnen innerhalb des Rechtsextremismus gibt, die in einer unterschiedlichen Wertigkeit dann über bestimmte Zeitabschnitte gefahren werden. Und er schreibt im Jahr 2010, dass eigentlich seit der Jahrtausendwende eigentlich die aktuelle Kampagne die Anti-Islamismus-Kampagne ist, die natürlich auch verbunden ist mit einer Überfremdungskampagne, einer Antiglobalisierungskampagne, und dass nachrangig inzwischen schon nur noch die Revisionismuskampagne, also die Wehrmacht war gar nicht so schlecht, wie alle immer behaupten, gefahren wird, und die Kampagne zur Wiederherstellung des Deutschen Reiches eigentlich seit den 1980er Jahren nachrangig ist. Das ist interessant, weil es dann von verschwörungsideologischen Kreisen genau in den 80er Jahren scheinbar wieder aufgegriffen wird und in diese Richtung BRD, GmbH und Reichskanzler und republikfreies Deutschland dann gemünzt werden, oder auch ins Königreich Deutschland. Also diese Gruppierungen, die schon stärker verschwörungsideologisch tätig sind, greifen eben genau dieses Thema wieder auf, dass ein deutsches Reich wiederhergestellt werden soll und dass die Bundesrepublik Deutschland kein wirklicher Staat ist. Also alles auch, was unter dem Stichwort BRD, GmbH läuft. Das war das, was Richard Stöss 2010 vorgeschlagen hat. So sah er die Kampagnen des Rechtsextremismus. Samuel Salzborn hat dann im letzten Jahr den Vorschlag gemacht, dass man das eigentlich anders fassen sollte. Er sagt, Stöss hat da eigentlich nicht langfristig genug sich angeschaut, was für Kampagnen gerade auch seit 2000 gefahren werden. Und er schlägt vor, dass eigentlich innerhalb des Rechtsextremismus aktuell eine Verschwörungskampagne gefahren wird. Er sagt, das hat einen ganz starken Anschluss zum einen auch an die Antiglobalisierungskampagne. Wenn Sie sich die Selbstbilder und die Feindbilder nochmal ins Gedächtnis rufen, und die gibt es sonst auch noch in der Broschüre zu sehen, dieses antikapitalistische Moment, was irgendwie in den Verschwörungserzählungen mit enthalten ist, kann da eben anschließen. Also die Elite, die die Welt ausbeutet, die Heuschrecken, die hierher kommen und unsere Wirtschaft kaputt machen etc. Das wurde auch vom organisierten Rechtsextremismus offen mit auf die Straße getragen.
Er sagt, diese Verschwörungskampagne wirkt auch als integrative Klammer spätestens seit den Ereignissen des 11. September 2001 in den USA. Also auch mit diesem verstärkten Aufkommen und Verbreiten von Verschwörungserzählungen über das Internet. Was bedeutet das letztlich, da bin ich einen zu früh gegangen, auch bestimmte Momente gerade der Anti-Islamismus-Kampagne sind in genau diese Erzählungen integrierbar. Also man kann dann immer noch sagen, ja gut, es finden diese Leute, Menschen kommen zwar immer noch hierher und das wollen wir hier auch nicht haben, aber letztlich stecken dahinter noch weit dunklere Mächte, also Stichwort Migrationswaffe, die letztlich für die Missstände verantwortlich sind. Also es hat eine wahnsinnig integrative Klammer, einfach so eine Verschwörungserzählung, weil sie einfach alle Bausteine da wieder in das Erklärungsmoment einbauen können. Die Verschwörungskampagne richtet sich in erster Linie, sagt Salzborn, gegen eine rationale Erklärung gesellschaftlicher und politischer Entwicklung. Sie richtet sich gegen den Universalismus und in ihren Erzählungen und in ihren Identitätskonstruktionen auch immer gegen Widersprüche und Ambivalenzen. Befördert eine Form von Emotionalität und Affekthaftigkeit, sich mit Themen auseinanderzusetzen, hat einen sehr, sehr starken Bezug auf die deutsche Kultur oder das deutsche Volk oder die deutsche Rasse, je nachdem, wie da die eigenen Vokabeln gelegt sind oder auf welche Denker der rechten Szene man sich beziehen möchte und gleichzeitig auch auf eine gemeinschaftliche Identität, die ja eben damit schon angedeutet ist, also wir sind das Volk und wir sind vor allen Dingen das deutsche Volk. Dort würde ich das einfach noch ein bisschen näher fassen, zumindest für den deutschsprachigen Raum, als die antideutsche Weltverschwörung. Zum einen haben wir darin diese ganz schon in dem Titel enthalten, die starke dualistische Identitätskonstruktion, die auch sich immer stark auf dieses Deutsche bezieht und gleichzeitig versucht, alle anderen irgendwie auszugrenzen. Also die Volksverräter, ein Begriff, der ja auch aktuell stark die Runde macht, die Leute auszugrenzen und sie, na gut, der Volksverräter, kann man sagen, ist immerhin noch Teil des Volkes, aber sobald diese Menschen dann auch noch, und das ist dann der Bereich, der zum Antisemitismus geht, dann auch noch als jüdisch gebrandmarkt werden, also es gibt verschiedene Erzählungen, dass Helmut Kohl eigentlich Henoch Kohn heiße und entsprechend auch nicht dem christlichen Glauben anhängen würde, dann gibt es Geschichten, dass Angela Merkel angeblich die Tochter von Helmut Kohl sein soll und dann können sie da wieder die Verknüpfung ziehen. Also die Art und Weise, eine kollektive Identität zu schaffen, die widerspruchsfrei ist, wo niemand anderer Überzeugung ist. Und das verweist dann auch immer ganz stark auf diese ganzen politischen Ziele, die in solchen Bewegungen dann auch noch mit befördert werden. Also ein Moment von direkter Demokratie, von dem man sich erhofft, dass eigentlich der Volkswille sich Bahn bricht. Also Vermittlungsinstrumente, wie sie in einer repräsentativen Demokratie einfach gang und gäbe sind, dass die ausgeschaltet, abgeschafft werden, dass Unmittelbarkeit herrscht und dass eigentlich in letzter Konsequenz ein Volkswille immer schon widerspruchsfrei ist und auch gar nicht mehr groß geäußert werden muss, sondern eigentlich von den Führungspersonen erahnt, gespürt werden muss. Sie sehen also, es geht nicht um Rationalitäten, sondern es geht um dieses, um die Affekthaftigkeit, um die Emotionalität. Also zu spüren, was das Volk will und genau das umzusetzen oder sich dem direkten Diktat der Mehrheit unterzuordnen und keinen Widerspruch, keine Minderheiten zu dulden, es sei denn, sie ordnen sich unter und reihen sich ein. Und gleichzeitig ist diese antideutsche Weltverschwörung, würde ich sagen, oder die mehr davon, ein Bindemittel für Vorstellungen von einer Volksgemeinschaft oder dem deutschen Volk, die reicht von der Friedensbewegung bis zu Pegida. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, ist sie ein Bindemittel für Querfrontdenken oder wie es das Kompaktmagazin mal in einem würdigenden Artikel über Oskar Lafontaines Position ausgedrückt hat. Er ist ein Mann, der ohne ideologische Scheuklappen denkt. Ja, also er weiß, was dem deutschen Volk gut tut. Der hat vielleicht ein paar andere komische Ansichten, aber die kriegen wir noch aus dem raus. Das verbindende Element ist eben, dass er gegen die Antideutschen sich richtet, also gegen die, die die Feinde des deutschen Volkes sind. Abschließend will ich zu den Handlungsoptionen kommen, die jetzt im Zuge der Broschüre von mir erarbeitet worden sind und die natürlich auch stark zurückgehen auf bestimmte Auseinandersetzungen, die man beispielsweise im Bereich des Rechtsextremismus oder der Rechtsextremismusprävention anwenden kann, aber auch nicht alle daraus.
dem Ganzen stelle ich eigentlich immer noch eine Vorbemerkung voran, eben auch aus dieser Studie von Löwenthal und Gutermann, weil ich finde, dass es ein Punkt ist, der nicht aus dem Blick geraten sollte, wenn man in die Auseinandersetzung mit Verschwörungsideologinnen und Verschwörungsideologen geht. Und ich zitiere: Der entlassene Angestellte, der Liebhaber, der einen Korb bekommen hat, der über Nichtbeförderung unzufriedene Soldat, der durchgefallene Student, der kleine Krämer, den die Konkurrenz aus dem Geschäft gedrängt hat, all diese Leute werden nur allzu gern mysteriösen Kräften und einem obskuren bösen Willen die Schuld zuschreiben. Die Tendenz enttäuschter Leute, sich als Zielscheibe mächtiger Feinde zu empfinden, sollte uns nicht nur mit der Assoziation Paranoia-Verfolgungswahn reagieren lassen. Oft sind derartige Verdächtigungen nicht ohne eine objektive Berechtigung in einer Welt, in der die individuelle Wirkungssphäre immer stärker durch anonyme soziale Kräfte beschränkt wird. Unsere tägliche Existenz wird in der Tat durch Entwicklungen beeinflusst, deren Ursachen schwer zu begreifen sind. Wie begreiflich ist da die Wissbegier vieler Menschen nach dem, was sich hinter den Kulissen abspielt? Also vielleicht nochmal, um das mit auf den Weg zu geben, dass es durchaus eine Art kritischen Impuls im Ursprung vielleicht von der Anhängerschaft von Verschwörungsideologien geben kann, also zu schauen, was passiert hier eigentlich, warum sind die Verhältnisse so, wie sie sind, warum entsteht das Leid? Dann ein paar ganz allgemeine Handlungsempfehlungen, die ich Ihnen mitgeben würde. Zum einen selbst kein dualistisches Weltbild zu vertreten. Also nicht einfach die Erzählung umzudrehen und die anderen als die Bösen darzustellen und selbst sich nur auf der Seite des Guten zu verorten. Das richtet sich meist eher gegen oder eher an Journalistinnen und Journalisten, also nicht die große Welt immer zu erklären und schon gleich zu wissen, wer in welchem Konflikt, wie, wo, auf welcher Seite steht und wer die Guten und wer die Bösen sind, sondern im Zweifelsfall aufs Individuum zu schauen und zu gucken, was sind das für Personen, was sind ihre Motivationen und die Handlungen und vielleicht gesellschaftlichen Ereignisse auf dieser Grundlage zu erklären. Mag im Zweifelsfall auch bedeuten, dass man sagen muss, ich weiß es nicht, wer in welchem Konflikt jetzt gerade da auf welcher Seite kämpft. Ja? Also Beispiel Ukraine-Konflikt ist hochkomplex, sich anzuschauen, auf welcher Seite jetzt Rechte kämpfen. Das ist nicht nur auf russischer Seite oder sagen wir auf der Seite der Russen und auch nicht nur auf Seiten quasi der westlich-ukrainischen Truppen. Ja? Also da dezidiert reinzugehen und nicht einfach dazu zu neigen, einfach in die Welt in Gut und Böse einzuteilen. Gleichzeitig in solchen Erzählungen aber auch immer menschenfeindliche Inhalte offenzulegen und entsprechende Akteurinnen und Akteure zu benennen. Also wenn jemand meint, dass die Rothschilds im Hintergrund die Fäden ziehen, kann man diesen Personen schon sagen, dass das antisemitisch ist und dass solche Menschen, die das tun, auch nichts auf irgendwelchen Panels oder so zu suchen haben, wenn sie antisemitische Verschwörungsmythen verbreiten. Für eine weitere praktische Arbeit dann entsprechend Akteurinnen, Akteure und Verbände zu einer Abgrenzung zu drängen. Also sie müssen auch nicht mit antisemitischen Organisationen, die solche Verschwörungserzählungen verbreiten, Demonstrationen oder Kundgebungen durchführen oder entsprechende Fahnen in ihrem Blog zulassen oder so. Da kann man im Vorfeld eingreifen und den Leuten schreiben, haben sie sich schon mal damit auseinandergesetzt, was diese Leute hier überhaupt verbreiten? Und wäre es nicht besser, ihre Veranstaltung ohne diese Menschen durchzuführen, die eigentlich nur quasi menschenfeindliche Inhalte verbreiten? Eine Art und Weise, sich auseinanderzusetzen, die recht beliebt ist und auch im Internet ihnen viel Anklang bringt, ist Satire und Ironie. Dem würde ich voranstellen, eine gut gemachte Satire schafft es auch, ihren Gegenstand zu dekonstruieren. Das Problem ist allerdings zum einen, dass Verschwörungsideologinnen und Verschwörungsideologen keinen Spaß verstehen, also im wörtlichen Sinne, die verstehen das nicht. Ein Beispiel dafür ist Anfang letzten Jahres im Zuge der Gegendemonstration gegen Pegida ein gefaktes Dokument erstellt wurde von einem
vermeintlichen Antifa e.V., auf dem jede Gegendemonstrationsteilnehmerin und jeder Gegendemonstrationsteilnehmer 25 Euro für die Fahrt bekommen sollte. Und das musste natürlich ordnungsgemäß abgerechnet werden. Deshalb hat das der Antifa e.V. mit Formularen gemacht. Das ist dann durch das Internet gegeistert und beispielsweise von der Partei Die Rechte auch aufgegriffen worden und skandalisiert. Jetzt haben wir den Beweis hier, der Staat finanziert die Antifa, um die Volksbewegung zu schaden. Denn diese Leute sind ja auch nicht freiwillig da. Sie ändern sich an die Identitätskonstruktion. Die sind nicht aus ideellen Gründen dort, weil sie eine bessere Welt wollen, sondern weil sie materialistisch sind, gekauft und bezahlt. Sonst würden die das ja nicht machen. So, das ist dann relativ schnell auch als Fake offengelegt worden, aber was dann innerhalb dieser Szene passiert ist, ist, dass das auch wieder aufgegriffen wurde und letztlich in diese Verschwörungserzählung wieder integriert werden konnte. Also danach wurde gesagt, naja, ist klar, die mussten das als Satire jetzt erstmal machen, denn wenn wir mit dieser Information an die Öffentlichkeit gegangen wären, dann wäre sofort quasi die Volksherrschaft ausgebrochen, weil dann alle gesehen hätten, dass diese Gegendemonstranten eigentlich alle nur bezahlt sind. Also es war quasi ein Mittel, um uns zu diskreditieren, haben sie unsere Informationen genommen und sie als Satire verkauft. Das heißt, in gewisser Weise können sie sich damit nicht an Verschwörungsideologinnen und Verschwörungsideologen richten. Die nehmen das einfach so auf und wenn es ihre Identitätskonstruktion bestätigt, also dass die Bösen irgendwas Mieses tun, wenn da irgendjemand den Chemtrail-Knopf im Flugzeug drückt und das ganz klar eine Fotomontage ist, aber das in ihr Weltbild einfach gerade super reinpasst, weil sie wissen ja genau, wer da schuld ist und das kann man so schön teilen, das Bild, dann ist es auch egal, wenn das hinterher ein Fake ist. Das tut da nichts zur Sache, weil es ja auch sich überhaupt gar nicht an irgendwelche rationalen Prozesse richtet, sondern eben an diese Identitätskonstruktionen, die sie machen. Das heißt, ich würde sagen, Satire kann Verschwörungsideologien zwar ihre Autorität nehmen, es macht sie lächerlich in gewisser Weise, aber es nimmt den Verschwörungsideologinnen und Verschwörungsideologen nicht ihr Bedürfnis nach Identität. Das heißt, was können sie damit machen mit Satire und Ironie? Zum einen vielleicht Dritte abschrecken und aufklären, wenn man das unter bestimmte Verschwörungstexte postet. Oder wofür es sich auch sehr gut eignet, ist, Unterstützerinnen zu mobilisieren. Also wenn sie irgendeine Veranstaltung, eine Gegendemonstration haben dagegen, dann werden diese Bildchen recht häufig geteilt, geliked. Also damit können sie eine große Reichweite erzielen, so in der Praxis. Der zweite Punkt, der sich schon eher an Menschen richtet, die Verschwörungserzählungen anhängen und vielleicht aber noch nicht so ein geschlossenes Weltbild ausgebildet haben, ist mit Widerspruch und Zweifel in diesen Prozess hineinzugehen. Das heißt, eher langfristig angelegt, einen Zweifel zu sehen in den Vorstellungen von diesen Personen, wenn sie sagen, okay, das und das hat stattgefunden aufgrund einer großen Verschwörung, aber letztlich da dann drauf abzuzielen, durch Nachfragen letztlich an einen Punkt zu gelangen, wo man sagt, aber könnte es nicht auch anders gewesen sein und dass vielleicht eine Akzeptanz dafür bei der Person entsteht, zu sagen, ja, es wäre eine Möglichkeit, wie es stattgefunden hat und nicht die einzige Möglichkeit, wie dieses Ereignis hat stattfinden können. Ich würde auch immer noch darauf verweisen in diesem Zusammenhang, dass es da aber auch immer wichtig ist, quasi die menschenfeindlichen Inhalte deutlich zu machen, also wenn es antisemitisch wird, da nochmal irgendwie nachzuhaken und das auch offen zu legen. Das heißt, es ist langfristig angelegt, diese Arbeit letztlich das immer wieder weiter zu hinterfragen und in dieses geschlossene Bild, in dieses widerspruchsfreie Bild eben wieder Widerspruch und Zweifel reinzutreiben und zu sagen, könnte es nicht auch anders gewesen sein? Die dritte Variante ist das sogenannte Debunking mit Fakten gegen Verschwörungstheorien. Also hier als Beispiel dargestellt die Behauptung auf der Seite der Stiftung Warentest, dass Ärzte sehr, sehr viel Geld verdienen würden pro Impfung und das Geld sofort von der Pharmaindustrie ihnen überwiesen werden würde. Also hier sind dann die Zahlen genannt, 200 bis 400 Euro pro Impfung. Deshalb wollen die das machen. Sie sehen, das sind halt keine Leute, die wollen, dass es den Menschen besser geht oder dass ihr Leid erträglicher wird, sondern die sind raffgierige, materialistische Leute, die von diesen Großkonzernen das Geld abziehen. Und dann hat dort der Kollege von der Stiftung Warentest drunter gepostet, nein, ein Arzt erhält ein Honorar zwischen 7 und 19 Euro pro Impfung. Und hier gibt es noch einen Text, wo ein Arzt das mal beschrieben hat, wie viel es da gibt und das nochmal näher aufschlüsselt. Das heißt,
Was sie tun in diesem Prozess des Debunkings ist, Falschinformationen, Gerüchte und Mythen als solche einfach aufzuzeigen und dann durch wissenschaftlich belegte Fakten zu ersetzen. Richtet sich eigentlich aber auch, wenn Sie bedenken, dass eigentlich diese Identitätsfunktion stärker wirkt als jetzt die Erklärungsfunktion, richtet sich eigentlich dann auch wieder nur an Leute, deren Weltbild einfach noch nicht sich vollständig verschlossen hat vor Widerspruch. Problem ist, dass es relativ schwierig ist, sich da einzuarbeiten. Also können Sie aus dem Stand argumentieren, warum Chemtrails A, nicht existieren und B, dann diese Kondensstreifen am Himmel nicht die Menschen vergiften. Also das heißt, es ist recht schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt zwar verschiedene Internetseiten, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, eben genau diesen Erzählungen immer und immer wieder hinterherzulaufen und sie immer wieder zu debunken, immer wieder quasi das Ganze wissenschaftlich zu analysieren und auch dann mit Fakten dagegen vorzugehen. Aber es ist doch recht viel Arbeit, genau auf diese Art und Weise vorzugehen. Wie gesagt, Sie können auf diese Webseiten zurückgreifen und können damit vielleicht so Teile der Erkenntnisfunktion von Verschwörungsideologien angreifen und vielleicht unschädlich machen, aber damit kratzen Sie nicht an der Identitätsfunktion dieser Menschen. Also wenn die sich in ihrer widerspruchsfreien Welt eingenistet haben, in der die Bösen am Himmel Chemtrails versprühen, dann ist klar im Zweifelsfall, dass sie das sagen hier mit ihren komischen Studien, weil sie ja bezahlt werden von der Weltregierung oder so. Ja, also im Zweifelsfall geht es dann gar nicht mehr um die Sache an sich, sondern geht es eigentlich nur noch, dass der Widerspruch eigentlich nur eine Funktion erfüllt, nämlich mich hier von meinem wahren Glauben abzubringen. Und das kann nicht akzeptiert werden, denn dann handelt es sich dabei um Agenten des Bösen, die hier tätig sind. Und dann werden sie im Zweifelsfall zu so einer Person und dann geht es einfach weiter. Gleichzeitig gibt es andere Momente, dann wird halt werden diese Fakten wieder aufgegriffen und dann wird halt genau versucht, entweder nachzuweisen, dass diese Leute von irgendwem, von den Rothschilds oder von irgendeiner Stiftung im Umfeld von George Soros irgendwie finanziert werden. Also irgendwie wird dann wieder versucht, da irgendwelche Fäden zu ziehen, dass die Leute halt ein Interesse hätten, die Wahrheit zu verschweigen. Also das ist auch ein sehr dynamischer Prozess, da wechselseitig aufeinander einzugehen, und das Ganze wird noch dadurch verschlechtert, dass im Internet so eine gewisse Qualitätsschranke gefallen ist. Also das heißt, Sie können mit einem YouTube-Video bei bestimmten Menschen eine wissenschaftliche Studie einfach entkräften. Ja, da wird dann gesagt, hier in der Studie steht aber, dass das gar nicht giftig ist. Ja, aber ich habe hier ein YouTube-Video, guck dir das mal an, 2 Minuten, da gibt es auch noch irgendwie, der erzählt da was und da gibt es so kurze Bilder dazu und das überzeugt mich dann doch mehr. Ja? Also Facebook-Posting versus Studie ist gang und gäbe im Internet. Wie gesagt, die Qualitätsschranke dort ist quasi nicht mehr vorhanden in bestimmten Diskussionen. Der letzte Aspekt, den ich Ihnen vorstellen will, ist die soziale Ächtung. Da muss man natürlich sehen, wie und in welchem Umfeld man das anwenden möchte. Zum einen auch hier wieder menschenfeindliche Inhalte offenlegen, Verschwörungsideologen keinen Raum bieten, wo sie diese Ideologien einfach weiter verbreiten können und abfeiern. Langfristig dafür zu sorgen, dass eine Verdrängung aus dem öffentlichen Diskurs stattfindet durch diese Ausgrenzung und durch die soziale Ächtung. Dann auch Dritte abschreckt, sich so in diesen öffentlichen Diskurs einzubringen, was dann letztlich zu einer Ausgrenzung von den Personen führen soll. Das ist nicht das goldene Mittel. Da muss man schauen, in welchen Situationen das angebracht ist. Aber es muss, einfach mal um ihm das deutlich zu zeigen, es muss nicht auf einem Podium über die Existenz oder darüber diskutiert werden, ob der Holocaust stattgefunden hat oder nicht. Sondern da geht es um soziale Ächtung. Holocaust-Leugner müssen nicht in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft diese Geschichten erzählen. Ja? Davon abgesehen, dass das sowieso unter Strafe steht, diese Ansicht öffentlich zu äußern, ist es aber so, dass es eine Möglichkeit sein kann, eben bestimmte Menschen so auszugrenzen. Es gibt da beispielsweise Videos auch von einem Holocaust-Leugner, der in so einer Gruppierung von Reichsbürgern jetzt letztes Wochenende dann eben genau das gepredigt hat. Der hat dort seine antisemitischen Broschüren ausgelegt und verteilt, also wo letztlich dann behauptet wird, dass wieder Jüdinnen und Juden im Hintergrund dann die neue Weltordnung umsetzen wollen. Solchen Leuten muss kein Podium gegeben werden, mit denen braucht man auch nicht zu diskutieren.
Wie gesagt, es ist eine Möglichkeit der sozialen Ausgrenzung, mit diesem Phänomen umzugehen. Es ist nicht die goldene Lösung, da muss man situativ gucken und auch, was man letztlich bezwecken möchte. Aber in bestimmten Situationen ist es durchaus angebracht, eine klare Grenze zu ziehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, sowas dulde ich hier nicht. Menschen da keinen eigenen Impuls haben, sondern eigentlich gesteuert und gelenkt werden, um bestimmte Regionen zu destabilisieren. So, das waren ein paar Beispiele, inwiefern schon ganz offensichtlich antisemitische Verschwörungsideologien im Internet existieren. Es gibt aber noch weitere Art und Weisen, wie das Ganze stattfinden kann. Zum einen ist es so, dass hier vorgeblich jetzt nicht unbedingt antisemitische Verschwörungsideologie verbreitet wird. Also das ist die Titelseite von der Gruppierung Pegada auf Facebook, patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes. Sie fordern den Opfern einen Namen, den Tätern ein Gesicht, Schluss mit Scheingefechten, nennt die Verursacher. Und dann postet eine Person als Antwort auf diese Aufforderung dann genau dieses Bild, wo quasi die USA als Marionette an einer mit Davidstern versehenen Hand hängen. Was dann passiert ist, erfolgt kein Widerspruch. Also so wie es scheint, hat auf der Webseite auch niemand was dagegen gehabt, was diese Aufschlüsselung angeht. Letztlich zeigt es aber auch, dass Antisemitismus und vor allen Dingen auch die große jüdische Weltverschwörung sich immer eignet, um noch als quasi letztes i-Tüpfelchen hinten drauf gesetzt zu werden auf Verschwörungserzählungen. Also wenn sie erstmal nur der Überzeugung waren, wie es auf diesem Bild angedeutet wird, dass der IS eigentlich eine Kreation der USA gewesen sind, dann sieht man auch, dass die USA selbst nur fähig sind, bestimmte Handlungen zu vollführen, wenn im Hintergrund Juden die Strippen ziehen. Wie hängt das miteinander zusammen? Zum einen ist es so, dass Antisemitismus und, wenn sie auf der Ebene der Weltverschwörung angekommen sind, Verschwörungsideologien, beide Welterklärungsfunktionen besitzen, also auch mit dem Antisemitismus und vor allen Dingen seit den Protokollen der Weisen von Zion können sie die gesamte Welt erklären, wenn sie einfach nur ein antisemitisches Weltbild haben. Also alle Katastrophen sind letztlich auf irgendwelche zionistischen Praxen zurückzuführen. Der geheime Plan wurde schon in den Protokollen von Zion dargelegt und tragischerweise sind die Protokolle der Weisen von Zion vielleicht jetzt nach dem Nationalsozialismus und dem Holocaust nicht mehr die allererste Quelle, wenn sie zumindest renommiert auftreten wollen. In Klammern, aber auch in Teilen der AfD wird das ja zum Teil propagiert. Die haben ja da jetzt auch diesen eigenen Antisemitismus-Auseinandersetzungen innerhalb der Partei bezüglich der Protokolle der Weisen von Zion. Aber letztlich ist es so, dass zum einen immer diese Blaupause für die große Weltverschwörung in der modernen Gesellschaft mit den Protokollen der Weisen von Zion existiert. Da können Sie jetzt im Zweifelsfall die Juden ausklammern und sagen, naja, das ist halt eine geheime Machtelite. Aber innerhalb in diesen ganzen Kontext hinein, hier ein Beispiel von einem hoffentlich recht frischen Browser, der nicht allzu viele Cookies schon drin hatte, einfach bei YouTube, wer Verschwörung dort eintippt, bekommt als erste paar Suchergebnisse gleich die TTIP-Verschwörung, 9-11-Verschwörungsvideos dort unten, die USA Top Secret, die Alien-Verschwörung und so weiter und so fort. Also Videos gibt es dort wie Sand am Meer und sie kommen auch relativ einfach auf diese Sachen, wenn sie schon mit einem einfachen Schlagwort bei YouTube reingehen. Das klassische Beispiel und auch in gewisser Weise Verstärker waren gleichzeitig mit dem Aufkommen des Internets und der breiten Anbindung von großen Bevölkerungsgeschichten an das Internet waren die 9-11-Verschwörungserzählungen, die sich im Internet halt stark verbreitet haben. Hier ein paar Bilder und nochmal ein Ausschnitt von einer Internet-Show, die auch versucht, diesem Phänomen nochmal nachzugehen. Ja, also namens steinzeit.tv. Die auch dort auf der Suche sind, welche Wahrheiten noch zu enthüllen sind. Scheinbar gibt es auch noch was. Monitor hat ja neulich auch wieder irgendwas scheinbar enthüllt, was aber eigentlich gar kein so großes Geheimnis gewesen ist im Zusammenhang von 9-11, nämlich die Rolle von Saudi-Arabien in dieser Gesamtsituation. Es wurde aber recht groß angeteasert und hat wie so ein Honeypot, also ein Lockmittel gewirkt und die verschiedensten Leute eben heiß gemacht, sich diese Show anzugucken.
Eine weitere Erzählung, und das ist eher auf der bildlichen Ebene, was sich hier abspielt, ist die Krake, die weltumspannende Krake, die mit ihren Armen im Hintergrund alle Dinge steuert. Hier im Kontext von TTIP is good for US oder for us, also da mit dem Schwerpunkt eher Anti-Amerikanismus. Aber auch diese Metapher von der Krake findet sich eben sehr stark in antisemitischen Karikaturen, also wo es dann die jüdische Krake ist, die im Hintergrund die Fäden zieht. Da gehe ich dann später nochmal ein bisschen drauf ein, was das Ganze mit dem Judenbild zu tun hat, was in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Dann verschiedenste Pyramidensysteme, die immer wieder die Gesellschaft irgendwie darstellen sollen in irgendeiner Form. Ganz oben haben sie dann quasi die Finanzelite in diesem Beispiel, die von oben herab dominiert und kontrolliert mit Hilfe von Gewalt und dann an der rechten Seite dann das Geld und der Reichtum und die Ressourcen, die dann wieder dieser kleinen Elite von ganz unten nach oben zugetragen werden. Dann hier so ein Sammelsurium, das ist ein Beispiel eines Busses, der häufiger mal in Berlin einfach sich an prominenten Stellen abstellt und dann je nach Konjunktur dort verschiedene Botschaften an den Seitenflächen anbringt, ja, die Menschheit von der Finanzmafia befreien und dann die Finanzmafia ist halt die. So ein Feindbild konstruieren, dann entsteht in dem Prozess auch eigentlich immer ein Selbstbild mit und das Problematische an diesem Feindbild und Selbstbild ist, dass es strikt dualistisch aufgebaut ist. Also es existieren keine Widersprüche in diesen Selbstbildern. Es existieren keine Graustufen, sondern man ist entweder auf der einen Seite oder auf der anderen. Jetzt können Sie in Klammern natürlich noch denken, oder man ist das Schlafschaf, man ist noch nicht aufgewacht, man hat die wahren Dinge noch nicht gesehen, noch nicht hinter die Kulissen geblickt, sondern glaubt immer noch das, was einem vorgesetzt wird. Und dann auf der linken Seite haben sie eben dann das Gute und darunter würde ich anhand von meinen Recherchen jetzt so verschiedene Stichpunkte subsumieren, wie die Mehrheit, das Volk, wir hier unten, man vertritt ja kollektivistische und gemeinschaftliche Überzeugungen, man ist deutsch, man ist Opfer, man ist manipuliert und betrogen, man ist auf jeden Fall auf Seiten der Produktion, also in der echten Wirtschaft, man arbeitet noch hart, man ist auch kapitalismuskritisch und befürwortet Kleinproduktion, man ist tüchtig, man macht körperliche Arbeit, man schwitzt, man verdient sich das, was man produziert, man ist auch ganz stark idealistisch, also man folgt dem hehren Ziel, etwas Größeres anzustreben und davon ist man bereit, Opfer zu bringen, man ist gleichzeitig arm, anständig, sittsam, gottgefällig und hat einen ganz starken positiven Bezug auf die Unmittelbarkeit, also direkte Verhältnisse in die Menschen doch zu treten haben. Und dann auf der anderen Seite das Ganze Ablehnende, wie gesagt, rein dualistisch gedacht, also die anderen stehen halt für den Kapitalismus, betrügen, sind Täter, manipulieren und ich würde sagen, kondensiert und abstrakt gefasst stehen sie für Vermittlung und für Vermittlungsverhältnisse, die in modernen Gesellschaften existieren. Das Problem ist nicht, dass bestimmte Begriffe zu eigen gemacht werden oder bestimmte Selbstbilder konstruiert werden über die Dinge, die ich gerade im Selbstbild beschrieben habe. Das Problem entsteht dadurch, dass man es in strikter Abgrenzung und nur in der Form von einem Dualismus wahrnimmt. Also entweder man ist halt auf der einen Seite oder man ist auf der anderen Seite. Und so werden die Menschen dann eingeteilt in Gut und Böse und daraus resultieren dann im Zweifelsfall bestimmte Handlungen, die man unternehmen muss. Das bringt mich dann zur dritten Funktion, der Manipulationsfunktion. Auf der linken Seite das Bild hier ja auch von um die Ecke in Sachsen, der berüchtigte Pegida-Balken, auch wenn es in Klammern, auch wenn es inzwischen Gerüchte gibt oder innerhalb des Internets, dass es sich dabei ja um eine False-Flag-Aktion gehandelt hat, um die Bewegung zu diskreditieren. Denn auch hier wieder ein Erkenntnisprozess, da ist irgendwas, das könnte mir schaden. Also muss es Teil der Verschwörung sein, ja, weil es kann ja nicht sein, dass irgendjemand von uns so eine Mordabsichten hat. Das haben wir ja nicht. Wir sind ja die Guten. Wir wollen für das Volk das Gute tun. Wir wollen irgendwie dichter zu Verschwörungserzählungen doch fassen könnte. Ich würde sagen, der Mythos der antideutschen Weltverschwörung. Worauf basiert das so ein bisschen? Innerhalb der Politikwissenschaften gibt es ja bestimmte Art und Weisen, ja, wie man die Geschichte des deutschen Rechtsextremismus einordnen kann. Einen Vorschlag für eine historisch-programmatische Geschichte hat Richard Stöss geliefert. Und er schreibt im Jahr 2010, dass es eigentlich bestimmte Kampagnen innerhalb des Rechtsextremismus gibt,
die in einer unterschiedlichen Wertigkeit dann über bestimmte Zeitabschnitte gefahren werden. Und er schreibt im Jahr 2010, dass eigentlich seit der Jahrtausendwende eigentlich die aktuelle Kampagne die Anti-Islam-Kampagne, die Anti-Islamismus-Kampagne ist, die natürlich auch verbunden ist mit einer Überfremdungskampagne, einer Antiglobalisierungskampagne und dass nachrangig inzwischen schon nur noch die Revisionismuskampagne, also die Wehrmacht war gar nicht so schlecht, wie alle immer behaupten, gefahren wird und die Kampagne zur Wiederherstellung des Deutschen Reiches eigentlich seit den 1980er Jahren nachrangig ist. Das ist interessant, weil es dann von verschwörungsideologischen Kreisen genau in den 80er Jahren scheinbar wieder aufgegriffen wird und in diese Richtung BRD, GmbH und Reichskanzler und republikfreies Deutschland dann gemünzt werden oder auch ins Königreich Deutschland. Also diese Gruppierungen, die schon stärker verschwörungsideologisch tätig sind, greifen eben genau dieses Thema wieder auf, dass ein deutsches Reich wiederhergestellt werden soll und dass die Bundesrepublik Deutschland kein wirklicher Staat ist. Also alles auch, was unter dem Stichwort BRD, GmbH läuft. Das war das, was Richard Stöss 2010 vorgeschlagen hat. So sah er die Kampagnen des Rechtsextremismus. Samuel Salzborn hat dann im letzten Jahr den Vorschlag gemacht, dass man das eigentlich anders fassen sollte. Er sagt, Stöss hat da eigentlich nicht langfristig genug sich angeschaut, was für Kampagnen gerade auch seit 2000 gefahren werden. Und er schlägt vor, dass eigentlich innerhalb des Rechtsextremismus aktuell eine Verschwörungskampagne gefahren wird. Er sagt, das hat einen ganz starken Anschluss zum einen auch an die Antiglobalisierungskampagne, wenn Sie sich die Selbstbilder und die Feindbilder nochmal ins Gedächtnis rufen und die gibt es sonst auch noch in der Broschüre zu sehen. Dieses antikapitalistische Moment, was irgendwie in den Verschwörungserzählungen mit enthalten ist, kann da eben anschließen. Also die Elite, die die Welt ausbeutet, die Heuschrecken, die hierher kommen und unsere Wirtschaft kaputt machen etc. Das wurde auch vom organisierten Rechtsextremismus offen mit auf die Straße getragen. Er sagt, diese Verschwörungskampagne wirkt auch als integrative Klammer spätestens seit den Ereignissen des 11. September 2001 in den USA. Also auch mit diesem verstärkten Aufkommen und Verbreiten von Verschwörungserzählungen über das Internet. Was bedeutet das letztlich, da bin ich ein zu früh gegangen, auch bestimmte Momente gerade der Anti-Islamismus würden dann, stünde quasi die Revolution kurz bevor, denn die Deutschen werden belogen und betrogen. Was man aus diesen Beispielen heraussehen kann, sind zum einen Identitätskonstruktionen, die sich zunächst einmal vordergründig auf die anderen, auf die Bösen, auf die Fremden richten. Was mir jetzt so aufgefallen ist in der Arbeit, und da greife ich aber auch nochmal auf eine Studie zurück, die Leo Löwenthal und Norbert Guttermann in den 40ern des letzten Jahrhunderts in den USA vorgenommen haben. Dort haben sie Reden von faschistischen Agitatoren analysiert und haben so ein paar Gruppen von Fremden, von Bösen, von Feinden, von den anderen identifiziert, die ich jetzt auch aufgegriffen habe hier drin, weil ich finde, dass sie auch heute noch als Feindbilder herhalten müssen und vielleicht kann ich nachher noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, wenn wir zu den Ursprüngen kommen, warum sich diese Feindgruppen eben herausbilden. Also zum einen haben wir da immer die Linke, die Antifa-Kommunistinnen und Kommunisten, die als die Feinde dargestellt werden, als die Bösen. Dann eigentlich inzwischen auch schon die Faschisten und die Nazis. Das verweist auch so ein bisschen darauf, dass diese Begriffe recht inhaltsleer gebraucht werden. Also Faschisten sind immer die, die die Meinungsfreiheit einschränken wollen. Wenn ich aber meine rassistischen Kommentare loslassen möchte und glaube, dass die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, dann sind diejenigen Faschisten, die diesen Kommentar melden und wollen, dass der so im Internet nicht mehr vorhanden ist, im Zweifelsfall. Gleiches gilt für die Nazis. Seit der Niederlage des Nationalsozialismus erreichen sie zumindest nicht viele Menschen, wenn sie sich offensichtlich als Neonazi bezeichnen. Also damit kriegen sie keine Volksbewegung hin, damit erreichen sie keine Menschen. Dementsprechend sind Nazis auch dann die anderen eben auch, weil Nazis die Bösen sind. Eine weitere Gruppierung, die Heuschrecken, das Finanzkapital, die Wall Street, die Bankster. Also alles, was so mit der Sphäre der Zirkulation zu tun hat, Bankgeschäfte, Zinsen, das ist alles dubios, das ist alles nicht so, wie wir es haben wollen. Auch diese Feindbilder gibt es recht häufig.
Auch im Bereich der Querfront, die nächste Gruppierung auch, die USA oder die Amis. Das sind auch immer die anderen, die uns ihre Kultur aufdrücken wollen. Hier auch dann der Verweis auf den Antiimperialismus, der sich das ja auch ganz stark auf die Fahnen geschrieben hat, eben genau gegen diese Gruppen vorzugehen. Dann die Gruppierung, die da oben, korrupte Politikerinnen und Politiker und das, was dann immer als Lügenpresse bezeichnet wird, also ganz allgemein, wenn Sie so wollen, die vier Staatsgewalten, die hier unter diese Gruppe gefasst werden, die auf jeden Fall böse, fremd und anders sind. Dann ganz abstrakt und allgemein die Gruppe der Fremden, also die Gegendemonstration gegen Pegida, ein gefaktes Dokument erstellt wurde von einem vermeintlichen Antifa e.V., auf dem jede Gegendemonstrationsteilnehmerin und jeder Gegendemonstrationsteilnehmer 25 Euro für die Fahrt bekommen sollte. Und das musste natürlich ordnungsgemäß abgerechnet werden. Deshalb hat das der Antifa e.V. mit Formularen gemacht. Das ist dann durch das Internet gegeistert und beispielsweise von der Partei Die Rechte auch aufgegriffen worden und skandalisiert. Jetzt haben wir den Beweis hier, der Staat finanziert die Antifa, um die Volksbewegung zu schaden. Denn diese Leute sind ja auch nicht freiwillig da. Sie erinnern sich an die Identitätskonstruktion. Die sind nicht aus ideellen Gründen dort, weil sie eine bessere Welt wollen, sondern weil sie materialistisch sind, gekauft und bezahlt. Sonst würden die das ja nicht machen. So, das ist dann relativ schnell auch als Fake offengelegt worden. Aber was dann innerhalb dieser Szene passiert ist, ist, dass das auch wieder aufgegriffen wurde und letztlich in diese Verschwörungserzählung wieder integriert werden konnte. Also danach wurde gesagt, naja, ist klar, die mussten das als Satire jetzt erstmal machen. Denn wenn wir mit dieser Information an die Öffentlichkeit gegangen wären, dann wäre sofort quasi die Volksherrschaft ausgebrochen, weil dann alle gesehen hätten, dass diese Gegendemonstranten eigentlich alle nur bezahlt sind. Also es war quasi ein Mittel, um uns zu diskreditieren, haben sie unsere Informationen genommen und sie als Satire verkauft. Das heißt, in gewisser Weise können Sie sich damit nicht an Verschwörungsideologinnen und Verschwörungsideologen richten. Die nehmen das einfach so auf und wenn es ihre Identitätskonstruktion bestätigt, also dass die Bösen irgendwas Mieses tun, wenn da irgendjemand den Chemtrail-Knopf im Flugzeug drückt und das ganz klar eine Fotomontage ist, aber das in ihr Weltbild einfach gerade super reinpasst, weil sie wissen ja genau, wer da schuld ist und das kann man so schön teilen, das Bild. Dann ist es auch egal, wenn das hinterher ein Fake ist. Das tut da nichts zur Sache, weil es ja auch sich überhaupt gar nicht an irgendwelche rationalen Prozesse richtet, sondern eben an diese Identitätskonstruktionen, die sie machen. Das heißt, ich würde sagen, Satire kann Verschwörungsideologien zwar ihre Autorität nehmen, es macht sie lächerlich in gewisser Weise, aber es nimmt den Verschwörungsideologinnen und Verschwörungsideologen nicht ihr Bedürfnis nach Identität. Das heißt, was können Sie damit machen mit Satire und Ironie? Zum einen vielleicht Dritte abschrecken und aufklären, wenn man das unter bestimmte Verschwörungstexte postet. Oder wofür es sich auch sehr gut eignet, ist Unterstützerinnen zu mobilisieren. Also wenn Sie irgendeine Veranstaltung, eine Gegendemonstration haben dagegen, dann werden diese Bildchen recht häufig geteilt, geliked. Also damit können Sie eine große Reichweite erzielen, so in der Praxis. Der zweite Punkt, der sich schon eher an Menschen richtet, die Verschwörungserzählungen anhängen und vielleicht aber noch nicht so ein geschlossenes Weltbild ausgebildet haben, ist mit Widerspruch und Zweifelfaktoren, also grundlegende gesellschaftliche Umbrüche. Beispiele dafür sind immer die Französische Revolution. Also da hat sich so massiv die Gesellschaft verändert und auch die Machtverhältnisse sich verändert. Und gleichzeitig auch das Ende des Ersten Weltkrieges. Auch dort gab es viele Umwerfungen. Dort haben Verunsicherungen des eigenen Denkens und des eigenen Status stattgefunden. Also man wusste nicht, kann man so noch weiterleben? Was verändert sich jetzt alles? Was hat das für persönliche Konsequenzen? Und dort würde ich auch als sozialen Faktor dann immer noch das große soziale Unbehagen noch zusätzlich hinzufügen, was ich Ihnen eben vorgestellt habe von Löwenthal und Guttermann als sozialen Faktor. Politische Faktoren, die letztlich wirksam werden, also es geht nicht nur darum, dass gesellschaftliche Umbrüche stattfinden müssen und dass bestimmte Menschen halt individualpsychologische Dispositionen mitbringen, sondern es bedarf auch Propagandistinnen und Propagandisten, die genau diese Inhalte einfach auch verbreiten, diese Verschwörungserzählungen. Pfahl Traubert sagt, die sind erfolgreicher, wenn sie sich eben an
die gesellschaftlichen Vorurteile und Ressentiments anknüpfen, dann sind die einfach noch viel, viel erfolgreicher. Also aktuell ist ja die Erzählung der Migrationswaffe recht erfolgreich, einfach wenn man da den Transfer machen würde, aufgrund des gesellschaftlich vorhandenen rassistischen Einstellungen, die in der deutschen Gesellschaft auch existieren. Nochmal ein Beispiel von der Verschwörungsmentalität. Jetzt ist gerade gestern die aktuelle Mitte-Studie aus Leipzig vorgestellt worden. In einer vorherigen gab es noch das Teilsegment zum Thema Verschwörungsmentalität, um Ihnen auch mal ein paar Zahlen zu zeigen. Ich will vielleicht mal nur in Anbetracht der vergangenen Zeit auf die dritte Frage, die gestellt wurde, eingehen, und zwar beziehungsweise das Item, was dort abgefragt wurde, die Zustimmung dazu. Und das lautete: Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte. Dort gab es knapp 20% Zustimmung. Aber, und das halte ich für viel frappierender, ist, dass nur knapp 17% dieser Aussage voll und ganz widersprechen würden. Die Studie hatte eine 7-stufige Skala, und das, was ich gemacht habe, sind jetzt jeweils die beiden Extremaussagen zu addieren. Der Rest befindet sich da dann im Mittelfeld. Also das heißt, diese Aussage, dass Politiker und Politikerinnen Marionetten sind, wird nur noch von 17%, zumindest zu dem Zeitpunkt, das war im Jahr in der Studie des Jahres 2012, wurde das abgelehnt. Es wäre interessant, das einfach nochmal weiter zu verfolgen, wie diese Einstellungen sind, und vielleicht noch ein paar mehr Items zu haben, wenn es um die Abfrage von diesen Einstellungen geht. Das bringt mich zu der aktuelleren Ausformung und vielleicht zu, jetzt noch diese Verbindungslinien immer zu ziehen. Ein Teil der Menschen tut es allerdings noch. Die Verschwörungsideologie, das ist das Besondere daran, zumindest in der Definition von Fahlt Raubert, richtet sich aber aus auf eine Gruppierung, die auch real existiert, wie in diesem Beispiel eben CIA und Mossad gibt es beide. Also diese Gruppierungen sind dort, das sind Geheimdienste, die existieren wirklich. Wenn es aber in einen fiktionalen Bereich übertritt, dann spricht Fahlt Raubert von einem Verschwörungsmythos, was so eine gewisse Sonderform der Verschwörungsideologie darstellt. Das ist nicht immer ganz klar voneinander zu trennen. Das werde ich Ihnen gleich noch mal an einem Beispiel einfach erzählen. Aber in dieser Variante ist es so, dass die Gruppe, auf die man sich bezieht, eine fiktive Gruppe ist, die real auch nicht existiert. Das heißt, es lässt halt noch viel, viel mehr Raum, um Dinge dazu zu dichten, weil sie eben dann gar nicht mehr großartig mit Beweisen arbeiten müssten, die man ihnen präsentiert. Beispiele dafür wären eine Gruppierung wie die Weisen von Zion, auf die sich ja die Protokolle der Weisen von Zion beziehen. So eine Gruppe gibt es nicht, hat es nicht gegeben. Das Schriftstück ist reine Fiktion, also es ist nicht mal eine Fälschung, es gab auch kein Original, sondern es ist einfach ausgedacht und zusammengesetzt aus Romanen und anderen Texten, um ja eher denunzierend zu wirken. Ein weiteres Beispiel wäre, das einfachste für so eine Gruppierung wäre Reptilienwesen, die im Hintergrund die Fäden ziehen und überall dahinter stecken. Also meines Wissens gibt es diese Gruppierung nicht. Es gibt auch keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass solche Echsenmenschen oder Aliens existieren. Da wäre es dann auch ein Mythos. Ein bisschen komplexer wird es vielleicht, wenn sich jetzt die Gruppe wie die Illuminaten dann noch mit reinbeziehen, eine Geheimgruppierung, die Ende des 18. Jahrhunderts recht einflussreich gewesen ist, aber auch schon genau in einem relativ kurzen Zeitrahmen auch noch Ende des 18. Jahrhunderts verboten worden ist. Also das heißt, wenn sie sich heute noch auf die Illuminaten beziehen, dann ist das eine fiktive Gruppierung, die so auch nicht mehr existiert. Also das erstmal als so ein Versuch zu kategorisieren, womit hat man es zu tun, wie kann man bestimmte Dinge einschätzen. Daraus ergeben sich so ein paar Momente, wie man umgangssprachlich oder wie man überhaupt in der Sprache damit verfahren kann. Was ist jetzt eigentlich mit dem Begriff der Verschwörungstheorie? Ich habe Ihnen das mal so ein bisschen aufgelistet, welche Vor- und welche Nachteile mit diesem Begriff verbunden sind. Ein Vorteil ist, der Begriff ist negativ konnotiert. Das heißt, wenn Sie eine Person als Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheoretikerin bezeichnen, wissen inzwischen die Leute auch ganz klar, was damit gemeint ist. Also das sind Leute, die leicht, die vielleicht eine besondere Wahrnehmung der Welt haben und auch nicht so ganz ernst zu nehmen sind. Das heißt, wenn Sie eine Aussage als Kapital, die Wall Street, die Bankster,
Also alles, was so mit der Sphäre der Zirkulation zu tun hat, Bankgeschäfte, Zinsen, das ist alles dubios, das ist alles nicht so, wie wir es haben wollen. Auch diese Feindbilder gibt es recht häufig. Auch im Bereich der Querfront, die nächste Gruppierung auch, die USA oder die Amis, das sind auch immer die anderen, die uns ihre Kultur aufdrücken wollen. Hier auch dann der Verweis auf den Anti-Imperialismus, der sich das ja auch ganz stark auf die Fahnen geschrieben hat, eben genau gegen diese Gruppen vorzugehen. Dann die Gruppierung, die da oben, korrupte Politikerinnen und Politiker, und das, was dann immer als Lügenpresse bezeichnet wird, also ganz allgemein, wenn Sie so wollen, die vier Staatsgewalten, die hier unter diese Gruppe gefasst werden, die auf jeden Fall böse, fremd und anders sind. Dann ganz abstrakt und allgemein die Gruppe der Fremden, also die, die nicht zu uns gehören, die, die anders sind. Das lässt recht viel Spielraum, wen man da jetzt hineinpackt. Aktuell geht es da eher gegen Muslime. Und dann würde ich noch ergänzen, inzwischen die Gruppe, die auch recht ambivalent gehalten ist, die Antideutschen. Damit ist jetzt nicht unbedingt eine Strömung innerhalb der deutschen Linken gemeint, sondern eher in dem Sinne, dass auch Angela Merkel antideutsch sein kann, weil sie eben gegen Deutsche eingestellt ist. Da gehe ich später noch ein bisschen weiter drauf ein. Und dann tragischerweise die große Klammer, die sich immer ziehen lässt, auch wenn es widersprüchliche Behauptungen sind, die Gruppe der Jüdinnen und Juden, also die Juden, die letztlich dann mit dem Ganzen personifiziert werden können. Also sie sind sowohl Faschisten oder die Nazis von heute, wie es dann immer heißt in solchen antisemitischen, antizionistischen Aussprüchen. Sie sind sowohl für das Kapital zuständig, sie steuern die USA, sie stecken hinter den Politikerinnen und Politikern und im Sinne einer nationalsozialistischen, rassistischen, antisemitischen Ausprägung können sie auch nicht Deutsche sein, denn das Deutsche und das Jüdische stehen sich einfach diametral gegenüber. Wenn Sie so ein Feindbild konstruieren, dann entsteht in dem Prozess auch eigentlich immer ein Selbstbild mit. Und das Problematische an diesem Feindbild und Selbstbild ist, dass es strikt dualistisch aufgebaut ist. Also es existieren keine Widersprüche in diesen Selbstbildern. Es existieren keine Graustufen, sondern man ist entweder auf der einen Seite oder auf der anderen. Jetzt können Sie in Klammern natürlich noch denken, oder man ist das Schlafschaf, man ist noch nicht aufgewacht, man hat die wahren Dinge noch nicht gesehen, noch nicht hinter die Kulissen geblickt, sondern glaubt immer noch das, was einem vorgesetzt wird. Und dann auf der linken Seite haben sie eben dann das Gute und darunter würde ich, zustande gekommen ist, das ist durchaus legitim, hier ein Beispiel aus dem Fußball, aus dem letzten Skandal, der in der FIFA rumrumort, also dass sich bestimmte Leute zusammengeschlossen haben, um etwas zu erreichen, das kann man durchaus machen. Ein Merkmal einer erfolgreichen Verschwörung ist es ja leider auch, dass sie eben weiterhin im Geheimen bleibt, also nicht an die Öffentlichkeit kommt. Das heißt, hinter bestimmten Ereignissen könnte man auch immer eine erfolgreiche Verschwörung vermuten. Zumindest als Hypothese könnte man das immer machen. Das Problem ist allerdings, wenn diese Hypothese sich immunisiert gegen Gegenargumentation oder gegen ihre Falsifizierung. Ja, also wenn sie sich verhärtet gegen Widerspruch, dann spricht Pfahl-Traubert von einer Verschwörungsideologie. Also die Hypothese hat sich verhärtet und ausgerichtet auch auf eine bestimmte Feindgruppe, der eben diese Handlungen zugeschrieben werden. Und letztlich kehrt sich dann auch die Beweisführung um, dass eigentlich nicht mehr geschaut wird, okay, was hat sich zugetragen und wie könnte das passiert sein, sondern eher, dass es umgedreht wird und die auserkorene Gruppe, jetzt im negativen Sinne gesehen, wird zur Verantwortung gezogen und es werden rückwärts die Linien gezogen, okay, wie könnte diese Gruppe das manipuliert oder beeinflusst haben. Das muss auch nicht immer rational sein, wie der Prozess abläuft. Da werde ich, wenn es um die Funktionen geht, nochmal näher drauf eingehen. Das kann auch bestimmte Momente haben, wo man einfach sein Lieblingsfeindbild reinbaut und dann gar nicht mehr sich großartig die Mühe macht, da jetzt noch diese Verbindungslinien immer zu ziehen. Ein Teil der Menschen tut es allerdings noch. Die Verschwörungsideologie, das ist das Besondere daran, zumindest in der Definition von Pfahl-Traubert, richtet sich aber
aus auf eine Gruppierung, die auch real existiert, wie in diesem Beispiel eben CIA und Mossad gibt es beide. Also diese Gruppierungen sind dort, das sind Geheimdienste, die existieren wirklich. Wenn es aber in einen fiktionalen Bereich übertritt, dann spricht Faltraubert von einem Verschwörungsmythos, was so eine gewisse Sonderform der Verschwörungsideologie darstellt. Das ist nicht immer ganz klar voneinander zu trennen. Das werde ich Ihnen gleich nochmal an einem Beispiel einfach erzählen. Aber in dieser Variante ist es so, dass die Gruppe, auf die man sich bezieht, eine fiktive Gruppe ist, die real auch nicht existiert. Das heißt, es lässt halt noch viel, viel mehr Raum, um Dinge dazu zu dichten, weil sie eben dann gar nicht mehr großartig mit Beweisen arbeiten müssten, die man ihnen präsentiert. Beispiele dafür wären eine Gruppierung wie die Weisen von Zion, auf die sich ja die Protokolle der Weisen von Zion beziehen. So eine Gruppe gibt es nicht, hat es nicht gegeben. Das Schriftstück ist reine Fiktion, also es ist nicht mal eine Fälschung, es gab auch kein Original, sondern es ist einfach ausgedacht und zusammengesetzt aus Romanen und das mit Scheingefechten nennt die Verursacher. Und dann postet eine Person als Antwort auf diese Aufforderung dann genau dieses Bild, wo quasi die USA als Marionette an einer mit Davidstern versehenen Hand hängen. Was dann passiert ist, erfolgt kein Widerspruch. Also so wie es scheint, hat auf der Webseite auch niemand was dagegen gehabt, was diese Aufschlüsselung angeht. Letztlich zeigt es aber auch, dass Antisemitismus und vor allen Dingen auch die große jüdische Weltverschwörung sich immer eignet, um noch als quasi letztes i-Tüpfelchen hinten drauf gesetzt zu werden auf Verschwörungserzählungen. Also wenn sie erstmal nur der Überzeugung waren, wie es auf diesem Bild angedeutet wird, dass der IS eigentlich eine Kreation der USA gewesen sind, dann sieht man auch, dass die USA selbst nur fähig sind, bestimmte Handlungen zu vollführen, wenn im Hintergrund Juden die Strippen ziehen. Wie hängt das miteinander zusammen? Zum einen ist es so, dass Antisemitismus und, wenn sie auf der Ebene der Weltverschwörung angekommen sind, Verschwörungsideologien, beide Welterklärungsfunktionen besitzen, also auch mit dem Antisemitismus und vor allen Dingen seit den Protokollen der Weisen von Zion können sie die gesamte Welt erklären, wenn sie einfach nur ein antisemitisches Weltbild haben. Also alle Katastrophen sind letztlich auf irgendwelche zionistischen Praxen zurückzuführen. Der geheime Plan wurde schon in den Protokollen von Zion dargelegt und tragischerweise sind die Protokolle der Weisen von Zion vielleicht jetzt nach dem Nationalsozialismus und dem Holocaust nicht mehr die allererste Quelle, wenn sie zumindest renommiert auftreten wollen. In Klammern, aber auch in Teilen der AfD wird das ja zum Teil propagiert. Die haben ja da jetzt auch diesen eigenen Antisemitismus-Auseinandersetzungen innerhalb der Partei bezüglich der Protokolle der Weisen von Zion. Aber letztlich ist es so, dass zum einen immer diese Blaupause für die große Weltverschwörung in der modernen Gesellschaft mit den Protokollen der Weisen von Zion existiert. Da können Sie jetzt im Zweifelsfall die Juden ausklammern und sagen, naja, das ist halt eine geheime Machtelite. Aber innerhalb des tradierten Judenbildes in unserer Gesellschaft ist es aber auch so, dass diese ganzen einzelnen Bausteine und Momente dort auch schon vorhanden sind in dem Judenbild, was existiert. Also die geheimen Verschwörer im Hintergrund, die Brunnenvergifter, also da denken Sie dann vielleicht weiter an Chemtrails, die da sind, um uns zu vergiften. Also das heißt, diese kleine Machtelite, die nicht wir sind, die das Nichtvolk sind, die irgendwie anders sind, die bei uns im Innern existieren, und die aber Größeres im Sinn haben. Das heißt, auf dieser Ebene ist es recht einfach dann, wenn sie auf der Weltverschwörungsebene angelangt sind, da auch noch dann an den Antisemitismus anzuknüpfen, wie es dieses Bild hier auch zeigt. Im Hintergrund ziehen dann doch immer noch die Juden die Fäden. Bilder gibt es recht häufig. Auch im Bereich der Querfront, die nächste Gruppierung auch, die USA oder die Amis, das sind auch immer die anderen, die uns ihre Kultur aufdrücken wollen. Hier auch dann der Verweis auf den Antiimperialismus, der sich das ja auch ganz stark auf die Fahnen geschrieben hat, eben genau gegen diese Gruppen vorzugehen. Dann die Gruppierung, die da oben, korrupte Politikerinnen und Politiker, und das, was dann immer als Lügenpresse bezeichnet wird, also ganz allgemein, wenn Sie so wollen, die vier Staatsgewalten, die hier unter diese Gruppe gefasst werden, die auf jeden Fall böse, fremd und anders sind. Dann ganz abstrakt und allgemein die Gruppe der Fremden, also die, die nicht zu uns gehören, die anders sind.
Das lässt recht viel Spielraum, wen man da jetzt hineinpackt. Aktuell geht es da eher gegen Muslime. Und dann würde ich noch ergänzen, inzwischen die Gruppe, die auch recht ambivalent gehalten ist, die Antideutschen. Damit ist jetzt nicht unbedingt eine Strömung innerhalb der deutschen Linken gemeint, sondern eher in dem Sinne, dass auch Angela Merkel antideutsch sein kann, weil sie eben gegen Deutsche eingestellt ist. Da gehe ich später noch ein bisschen weiter drauf ein. Und dann tragischerweise die große Klammer, die sich immer ziehen lässt, auch wenn es widersprüchliche Behauptungen sind, die Gruppe der Jüdinnen und Juden, also die Juden, die letztlich dann mit dem Ganzen personifiziert werden können. Also sie sind sowohl Faschisten oder die Nazis von heute, wie es dann immer heißt in solchen antisemitischen, antizionistischen Aussprüchen. Sie sind sowohl für das Kapital zuständig, sie steuern die USA, sie stecken hinter den Politikerinnen und Politikern und im Sinne einer nationalsozialistischen, rassistischen, antisemitischen Ausprägung können sie auch nicht Deutsche sein, denn das Deutsche und das Jüdische stehen sich einfach diametral gegenüber. Wenn sie so ein Feindbild konstruieren, dann entsteht in dem Prozess auch eigentlich immer ein Selbstbild mit. Und das Problematische an diesem Feindbild und Selbstbild ist, dass es strikt dualistisch aufgebaut ist. Also es existieren keine Widersprüche in diesen Selbstbildern. Es existieren keine Graustufen, sondern man ist entweder auf der einen Seite oder auf der anderen. Jetzt können Sie in Klammern natürlich noch denken, oder man ist das Schlafschaf, man ist noch nicht aufgewacht, man hat die wahren Dinge noch nicht gesehen, noch nicht hinter die Kulissen geblickt, sondern glaubt immer noch das, was einem vorgesetzt wird. Und dann auf der linken Seite haben sie eben dann das Gute und darunter würde ich anhand von meinen Recherchen jetzt so verschiedene Stichpunkte subsumieren, wie die Mehrheit, das Volk, wir hier unten, man vertritt ja kollektivistische und gemeinschaftliche Überzeugungen, man ist deutsch, man ist Opfer, man ist manipuliert. Als verschwörungstheoretisch bezeichnen, haben sie schon immer so eine gewisse Abwertung auch mit drin. Der weitere Vorteil ist, der Begriff ist einfach weit verbreitet inzwischen. Die Leute können damit was anfangen. Wenn sie einen Vortrag über Verschwörungstheorien hören wollen, dann wissen sie, worum es geht. Also nämlich nicht in erster Linie darum, wie wirkliche Verschwörungen in der Vergangenheit stattgefunden haben und noch weitere Verschwörungen vielleicht gerade untersucht werden, sondern es geht eben um eine Fehlwahrnehmung der Welt, würde ich jetzt so allgemein mal sagen. Die Nachteile des Begriffs Verschwörungstheorien ist aber auch wieder, der Begriff ist negativ konnotiert. Das heißt, wenn Sie sich mit einer Person auf Augenhöhe auseinandersetzen wollen und die Person als Verschwörungstheoretikerin oder Verschwörungstheoretiker bezeichnen, dann wird das, glaube ich, schwierig, weil schon immer eine Abwertung inzwischen mit diesem Begriff auch verbunden ist. Sei denn, die Leute eignen sich den Begriff jetzt irgendwie kämpferisch wieder an, aber gesamtgesellschaftlich in dem Diskurs, wenn man ihn betrachtet, ist es schon eine Abwertung, die passiert. Nachteil, der eher aus so einer akademischen Perspektive kommt, ist, dass es eigentlich eine Ideologie adelt zu einer wissenschaftlichen Theorie und genau das ist ja eigentlich, das Merkmal wird nicht eingehalten, nämlich, dass die Falsifizierbarkeit gar nicht mehr sichergestellt ist, dass man sich gegen Widersprüche immunisiert. Ja, das ist vielleicht in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung dann noch wichtiger, weil der Begriff dann auch genauer ist. Da wäre das die Alternative, die Verschwörungsideologie oder je nachdem, auf welche Zielgruppe es gemünzt ist, vielleicht auch der Verschwörungsmythos. Der hat, wie ich finde, folgende Vorteile. Zum einen ist er präziser als der Begriff der Verschwörungstheorie. Ich würde sagen, durch die Verweise zum einen auf ein geschlossenes Weltbild, was sich dahinter verbergen kann, dann verweist der Begriff eben nicht nur auf eine Theorie, sondern auch auf eine Praxis, die sich daraus ableitet, wenn man diesen Überzeugungen anhängt. Und als letzten Punkt dann auch, dass die Ideologie als, würde ich verstehen, als notwendig falsches Bewusstsein auch noch einen gewissen Hinweis auf gesellschaftliche Ursprünge liefert, worauf ich dann später nochmal eingehen werde. Der Nachteil an dem Begriff ist, er ist einfach wissenschaftlich sperrig. Da muss man ein bisschen erstmal erklären, um zu sagen, okay, wie hängt das Ganze miteinander zusammen? Ist wahrscheinlich auch erstmal erschrocken, wenn man diesen Begriff sieht, weil Verschwörungstheorie doch einfach auch im Lesefluss sich einfacher festmacht. Das bringt mich zu den Funktionen. Auch hier folge ich noch Armin Falltraubert weiterhin von seinem Text Bausteine einer Theorie über Verschwörungstheorien. Er sagt, es gibt vier Funktionen, die Verschwörungstheorien bzw. Verschwörungsideologien einnehmen.
Und Daniel Kuller hat in der letzten Ausgabe der Jungle World auch nochmal darauf hingewiesen, die sich mit diesem ganzen Bilderberger-Zirkus beschäftigt hat, dass es eben auch die Funktionen von Ideologien im Allgemeinen sind, die sich da wieder niederschlagen. Zum einen eine Sinnstiftungs- und Erkenntnisfunktion, ich gehe da gleich nochmal näher drauf ein, als zweitens eine kollektive Identität zu schaffen, die widerspruchsfrei ist, wo niemand anderer Überzeugung ist, und das verweist dann auch immer ganz stark auf diese ganzen politischen Ziele, die in solchen Bewegungen dann auch noch mit befördert werden, also ein Moment von direkter Demokratie, von dem man sich erhofft, dass eigentlich der Volkswille sich Bahn bricht, also Vermittlungsinstrumente, wie sie in einer repräsentativen Demokratie einfach gang und gäbe sind, dass die ausgeschaltet, abgeschafft werden, dass Unmittelbarkeit herrscht und dass eigentlich in letzter Konsequenz ein Volkswille immer schon widerspruchsfrei ist und auch gar nicht mehr groß geäußert werden muss, sondern eigentlich von den Führungspersonen erahnt, gespürt werden muss. Sie sehen also, es geht nicht um Rationalitäten, sondern es geht um dieses, um die Affekthaftigkeit, um die Emotionalität. Also zu spüren, was das Volk will und genau das umzusetzen oder sich dem direkten Diktat der Mehrheit unterzuordnen und keinen Widerspruch, keine Minderheiten zu dulden, es sei denn, sie ordnen sich unter und reihen sich ein. Und gleichzeitig ist diese antideutsche Weltverschwörung, würde ich sagen, oder die mehr davon, ein Bindemittel für Vorstellungen von einer Volksgemeinschaft oder dem deutschen Volk, die reicht von der Friedensbewegung bis zu Pegida. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, ist sie ein Bindemittel für Querfrontdenken oder wie es das Kompaktmagazin mal in einem würdigenden Artikel über Oskar Lafontaines Position ausgedrückt hat, er ist ein Mann, der ohne ideologische Scheuklappen denkt. Ja, also er weiß, was dem deutschen Volk gut tut. Der hat vielleicht ein paar andere komische Ansichten, aber die kriegen wir noch aus dem raus. Das verbindende Element ist eben, dass er gegen die Antideutschen sich richtet, also gegen die, die die Feinde des deutschen Volkes sind. Abschließend will ich zu den Handlungsoptionen kommen, die jetzt im Zuge der Broschüre von mir erarbeitet worden sind und die natürlich auch stark zurückgehen auf bestimmte Auseinandersetzungen, die man beispielsweise im Bereich des Rechtsextremismus oder der Rechtsextremismusprävention anwenden kann, aber auch nicht alle daraus. Dem Ganzen stelle ich eigentlich immer noch eine Vorbemerkung voran, eben auch aus dieser Studie von Löwenthal und Gutermann, weil ich finde, dass es ein Punkt ist, der nicht aus dem Blick geraten sollte, wenn man in die Auseinandersetzung mit Verschwörungsideologinnen und Verschwörungsideologen geht. Und ich zitiere: Der entlassene Angestellte, der Liebhaber, der einen Korb bekommen hat, der über Nichtbeförderung unzufriedene Soldat, der durchgefallene Student, der kleine Krämer, den die Konkurrenz aus dem Geschäft gedrängt hat, all diese Leute werden nur allzu gern mysteriösen Kräften und einem obskuren bösen Willen die Schuld zuschreiben. Die Tendenz enttäuschter Leute, sich als Zielscheibe mächtiger Feinde zu empfinden, sollte uns nicht nur mit der Assoziation Paranoia-Verfolgungswahn reagieren lassen. Oft, sondern irgendetwas anderes. Und ich fasse Ihnen das kurz zusammen, was in diesem Posting steht. Wenn die Deutschen wirklich wüssten, was sich zugetragen hat im Nationalsozialismus und nicht den Lügen der Zionisten und Alliierten folgen würden, dann stünde quasi die Revolution kurz bevor, denn die Deutschen werden belogen und betrogen. Was man aus diesen Beispielen heraussehen kann, sind zum einen Identitätskonstruktionen, die sich zunächst einmal vordergründig auf die anderen, auf die Bösen, auf die Fremden richten. Was mir jetzt so aufgefallen ist in der Arbeit, und da greife ich aber auch nochmal auf eine Studie zurück, die Leo Löwenthal und Norbert Gutermann in den 40ern des letzten Jahrhunderts in den USA vorgenommen haben. Dort haben sie Reden von faschistischen Agitatoren analysiert und haben so ein paar Gruppen von Fremden, von Bösen, von Feinden, von den anderen identifiziert, die ich jetzt auch aufgegriffen habe hier drin, weil ich finde, dass sie auch heute noch als Feindbilder herhalten müssen, und vielleicht kann ich nachher noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, wenn wir zu den Ursprüngen kommen, warum sich diese Feindgruppen eben herausbilden. Also zum einen haben wir da immer die Linke, die Antifa-Kommunistinnen und Kommunisten, die als die Feinde dargestellt werden, als die Bösen.
dann eigentlich inzwischen auch schon die Faschisten und die Nazis. Das verweist auch so ein bisschen darauf, dass diese Begriffe recht inhaltsleer gebraucht werden. Also Faschisten sind immer die, die die Meinungsfreiheit einschränken wollen. Wenn ich aber meine rassistischen Kommentare loslassen möchte und glaube, dass die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, dann sind diejenigen Faschisten, die diesen Kommentar melden und wollen, dass der so im Internet nicht mehr vorhanden ist, im Zweifelsfall. Gleiches gilt für die Nazis. Seit der Niederlage des Nationalsozialismus erreichen sie zumindest nicht viele Menschen, wenn sie sich offensichtlich als Neonazi bezeichnen. Also damit kriegen sie keine Volksbewegung hin, damit erreichen sie keine Menschen. Dementsprechend sind Nazis auch dann die anderen eben auch, weil Nazis die Bösen sind. Eine weitere Gruppierung, die Heuschrecken, das Finanzkapital, die Wall Street, die Bankster. Also alles, was so mit der Sphäre der Zirkulation zu tun hat, Bankgeschäfte, Zinsen, das ist alles dubios, das ist alles nicht so, wie wir es haben wollen. Auch diese Feindbilder gibt es recht häufig. Auch im Bereich der Querfront, die nächste Gruppierung auch, die USA oder die Amis. Das sind auch immer die anderen, die uns ihre Kultur aufdrücken wollen. Hier auch dann der Verweis auf den Antiimperialismus, der sich das ja auch ganz stark auf die Fahnen geschrieben hat, eben genau gegen diese Gruppen vorzugehen. Dann die Gruppierung, die da oben, korrupte Politik. Es gibt verschiedene Erzählungen, dass Helmut Kohl eigentlich Henoch Kohn heiße und entsprechend auch nicht dem christlichen Glauben anhängen würde. Dann gibt es Geschichten, dass Angela Merkel angeblich die Tochter von Helmut Kohl sein soll. Und dann können Sie da wieder die Verknüpfung ziehen. Also die Art und Weise, eine kollektive Identität zu schaffen, die widerspruchsfrei ist, wo niemand anderer Überzeugung ist. Und das verweist dann auch immer ganz stark auf diese ganzen politischen Ziele, die in solchen Bewegungen dann auch noch mit befördert werden. Also ein Moment von direkter Demokratie, von dem man sich erhofft, dass eigentlich der Volkswille sich Bahn bricht. Also Vermittlungsinstrumente, wie sie in einer repräsentativen Demokratie einfach gang und gäbe sind, dass die ausgeschaltet, abgeschafft werden, dass Unmittelbarkeit herrscht und dass eigentlich in letzter Konsequenz ein Volkswille immer schon widerspruchsfrei ist und auch gar nicht mehr groß geäußert werden muss, sondern eigentlich von den Führungspersonen erahnt, gespürt werden muss. Sie sehen also, es geht nicht um Rationalitäten, sondern es geht um dieses, um die Affekthaftigkeit, um die Emotionalität. Also zu spüren, was das Volk will und genau das umzusetzen oder sich dem direkten Diktat der Mehrheit unterzuordnen und keinen Widerspruch, keine Minderheiten zu dulden, es sei denn, sie ordnen sich unter und reihen sich ein. Und gleichzeitig ist diese antideutsche Weltverschwörung, würde ich sagen, oder die mehr davon, ein Bindemittel für Vorstellungen von einer Volksgemeinschaft oder dem deutschen Volk, die reicht von der Friedensbewegung bis zu Pegida. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, ist sie ein Bindemittel für Querfrontdenken oder wie es das Kompaktmagazin mal in einem würdigenden Artikel über Oskar Lafontaines Position ausgedrückt hat, er ist ein Mann, der ohne ideologische Scheuklappen denkt. Ja, also er weiß, was dem deutschen Volk gut tut. Der hat vielleicht ein paar andere komische Ansichten, aber die kriegen wir noch aus dem raus. Das verbindende Element ist eben, dass er gegen die Antideutschen sich richtet, also gegen die, die die Feinde des deutschen Volkes sind. Abschließend will ich zu den Handlungsoptionen kommen, die jetzt im Zuge der Broschüre von mir erarbeitet worden sind und die natürlich auch stark zurückgehen auf bestimmte Auseinandersetzungen, die man beispielsweise im Bereich des Rechtsextremismus oder der Rechtsextremismusprävention anwenden kann, aber auch nicht alle daraus. Dem Ganzen stelle ich eigentlich immer noch eine Vorbemerkung voran, eben auch aus dieser Studie von Löwenthal und Gutermann. Weil ich finde, dass es ein Punkt ist, der nicht aus dem Blick geraten sollte, wenn man in die Auseinandersetzung mit Verschwörungsideologinnen und Verschwörungsideologen geht. Und ich zitiere, der entlassene Angestellte, der Liebhaber, der einen Korb bekommen hat, der über Nichtbeförderung unzufriedene Soldat, der durchgefallene Student, der kleine Krämer, den die Konkurrenz aus dem Geschäft gedrängt hat, all diese Leute werden nur allzu gern Diese Verschwörungskampagne wirkt auch als integrative Klammer, spätestens seit den Ereignissen des 11. September 2001 in den USA.
Also auch mit diesem verstärkten Aufkommen und Verbreiten von Verschwörungserzählungen über das Internet. Was bedeutet das letztlich, da bin ich ein zu früh gegangen, auch bestimmte Momente gerade der Anti-Islamismus-Kampagne sind in genau diese Erzählungen integrierbar. Also man kann dann immer noch sagen, ja gut, es finden diese Leute, Menschen kommen zwar immer noch hierher und das wollen wir hier auch nicht haben, aber letztlich stecken dahinter noch weit dunklere Mächte, also Stichwort Migrationswaffe, die letztlich für die Missstände verantwortlich sind. Also es hat eine wahnsinnig integrative Klammer, einfach so eine Verschwörungserzählung, weil sie einfach alle Bausteine da wieder in das Erklärungsmoment einbauen können. Die Verschwörungskampagne richtet sich in erster Linie, sagt Salzborn, gegen eine rationale Erklärung gesellschaftlicher und politischer Entwicklung. Sie richtet sich gegen den Universalismus und in ihren Erzählungen und in ihren Identitätskonstruktionen auch immer gegen Widersprüche und Ambivalenzen. Befördert eine Form von Emotionalität und Affekthaftigkeit, sich mit Themen auseinanderzusetzen, hat einen sehr, sehr starken Bezug auf die deutsche Kultur oder das deutsche Volk oder die deutsche Rasse, je nachdem, wie da die eigenen Vokabeln gelegt sind oder auf welche Denker der rechten Szene man sich beziehen möchte und gleichzeitig auch auf eine gemeinschaftliche Identität, die ja eben damit schon angedeutet ist, also wir sind das Volk und wir sind vor allen Dingen das deutsche Volk. Dort würde ich das einfach noch ein bisschen näher fassen, zumindest für den deutschsprachigen Raum, als die antideutsche Weltverschwörung. Zum einen haben wir darin diese ganz schon in dem Titel enthalten, die starke dualistische Identitätskonstruktion, die auch sich immer stark auf dieses Deutsche bezieht und gleichzeitig versucht, alle anderen irgendwie auszugrenzen. Also die Volksverräter, ein Begriff, der ja auch aktuell stark die Runde macht, die Leute auszugrenzen und sie, na gut, der Volksverräter, kann man sagen, ist immerhin noch Teil des Volkes, aber sobald diese Menschen dann auch noch, und das ist dann der Bereich, der zum Antisemitismus geht, dann auch noch als jüdisch gebrandmarkt werden, also es gibt verschiedene Erzählungen, dass Helmut Kohl eigentlich Henoch Kohn heiße und entsprechend auch nicht dem christlichen Glauben anhängen würde, dann gibt es Geschichten, dass Angela Merkel angeblich die Tochter von Helmut Kohl sein soll und dann können sie da wieder die Verknüpfung ziehen. Also die Art und Weise, eine kollektive Identität zu schaffen, die widerspruchsfrei ist, wo niemand anderer Überzeugung ist. Und das verweist dann auch immer ganz stark auf diese ganzen politischen Ziele, die in solchen Bewegungen dann auch noch mit befördert werden. Also ein Moment von direkter Demokratie, von dem man sich erhofft, dass eigentlich der Volkswille sich bahnt.